Hallo Heavens, hallo Angel. Warum kann mein Bus nicht Blutsauger lernen? Jeder Käfer sollte Blutsauger können. Geil, Silvaro kann nicht fliegen lernen. Und niemand kann Psychokinese lernen. Meine TMs sind alle unnütz. Hallo Candy Mountain. Hallo JJ. So, wir waren gestern stehen geblieben. Bei dem Herrscher Togedemaru. Haben kläglich versagt. Obwohl es war sogar knapp, wenn eine Attacke nicht schiefgegangen wäre oder so. Aber diesmal haben wir erst Pampros dabei. Hallo MJ. Hallo Mr. Zuberg. Leute, was macht ihr eigentlich hier? Das neue Leo's Mind Video ist draußen. Und es ist 12 Minuten lang, also kann es noch gar nicht sein, dass ihr es angeschaut habt. Alola, Mr. Marco. Sagt nicht. Der ist nicht da. Sag nicht, ich muss jetzt nochmal das Rätsel machen. Und da steh dich, Spiel. Und da steh dich. Okay, anscheinend müssen wir das mittlere Rätsel nochmal machen. Oh mein Gott, wie unverschämt die sind mit diesen Prüfungen, dass man die jedes Mal machen muss. Machst du bald auch ein Shiny Living Dex? Ich mach die ganze Zeit ein Shiny Living Dex. Ich bin bei 1200 verschiedenen Shinies. Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Ich mache einfach ein bisschen rum. Ein bisschen rummachen. Das wird nicht gehen. Obwohl vielleicht schon. Ja. Hallo Kühner. I fucked up. Bibi, bibi, bim, bibi, bim, bidim. Und das Togedemaru. So, Togedemaru ist immer schneller. Es wird in der ersten Runde hochspringen. Was mache ich denn in der ersten Runde, wenn es sowieso weggeht? Ich werde die Sprungfeder safe überleben. Vertane Chance, dass aus diesem Roboter, so in der Hülle von dem Roboter, einfach ein echtes Donarion drin ist. Aber warum wird jetzt das Togedemaru böse, wenn es doch uns hilft? Achso, das ist ein anderes Togedemaru. Oh. Hallo Ferret. Es hilft uns, aber warum wird es dann böse? Big Chunks. Es hat auch letztes Mal direkt in der ersten Runde auf Sprungfeder eingesetzt. Aber ich kann nichts anderes. Ich habe keine. Hätte ich sowas wie Härten oder so? Aber ich habe nichts. Egal, mache ich einfach Pferdestärke, auch wenn es nicht klappen wird. Aber vielleicht ruft es auch direkt. Das macht Eisenschädel, der Trottel. Oh, du wirst sowas von Schaden. Oh yeah. Oh mein Gott, macht es jetzt Trank? Was macht das da? Weil ihr seinen Kumpel verletzt habt. Dieser Kumpel ist selber in den Blitzstrahl reingesprungen. Oh, diesmal erscheint ein Dedenne. Die Frage, mache ich jetzt Dampfwalze, um Dedenne auch weh zu tun? Ist, weil
Dann tue ich wenigstens einem weh, weil Togedemaru macht vielleicht Schutzschild. Manchmal. Dann Falze. Superzahn ist ein bisschen übertrieben, mein liebes Togedemaru. Hör mal auf. Nice. Initiative sinkt. Ich könnte vielleicht jetzt zuerst drankommen. Ampros ist... krass eigentlich, dass ich zwei Level zu schwach bin. Also ich sollte immer Dampfwalze machen, weil wenn Togedemaru aus dem Weg springt, ist halt blöd. Ich könnte mich auch heilen, aber ich glaube, meine anderen schaffen das jetzt. Vielleicht ist es dumm, vielleicht bin ich schneller. Es macht Eisenschädel, das könnte ich überleben. Tu es aber nicht. Nochmal. Ich versuche selber den Shiny Living, der müsste auch... Der müsste ich auch in Gen 1 machen, weil es ja in Gen 1 kein Shiny gibt. Aber du hattest ja ein Shiny Arctos. Was? Ich habe einen Shiny Arctos, ja. Aus Gen 1, ja. Aber du musst keinen Shiny Arctos aus Gen 1 dir holen. Womit habe ich letztes Mal so relativ lange überlebt? Mollung überlebt. Ich mache Mollung. Es kann die XP gebrauchen, wenn es gewinnt. Lass mich einfach eine Feuerattacke machen. Aber wahrscheinlich springt es jetzt in die Luft. Die Sache, die Denne. Togedemaru könnte jetzt aus dem Weg springen und dann geht die Attacke daneben. Aber die Denne ist auf jeden Fall tot. Aber dann ruft er was Neues. Ein Panzer Ehren war schrecklich. Hoffen wir, dass er nicht wegspringt. Er springt nicht weg. Ich komme zuerst. I did it. Aha, wie einfach. Bisher habe ich, glaube ich, aber noch keinen Herrscher, wobei den ersten, glaube ich. Mangunia habe ich nicht first try geschafft. Ränkeschmied. Ja, aber Ränkeschmied, ich glaube jetzt nicht, dass wir groß rum Ränkeschmieden. Hallo Mariko. Hallo Benji, dankeschön für deinen Raid. Warum hat der Denner eigentlich Schaden? Was hat die Denne sich angetan? Mein Drachenwut mach ist Quatsch. Oder macht Drachenwut bei einer Fee auch 40 Schaden? Nee. Hallo Benji. Na, was hast du heute getrieben? Warum hat er eigentlich einen coolen Gameboy auf seinem Shirt? Wie cool ist der denn? Mit Linkkabel und allem. Hat er am Ende vielleicht einen Partner und dann stehen die nebeneinander und so? Das Symbol vervollständigen. Shiny Habitag, viertes Shiny heute. In Legends Arc? Nee. Jetzt bist du wieder bei SOS, weil du arbeitest gerade. Ich habe auch so viele Shinies zu finden. Ist ja schrecklich. Viel zu viele. Ist ja gar nichts mehr Besonderes mehr. Das kann ich meinem Akku geben. Oh yeah. Besser ist es. Es geht voran. Ich habe schon echt viele jetzt. Ist echt so, fühlt sich nach Cheaten an. Und wenn man jetzt bedenkt, dass in Legends Arceus die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, ein Shiny zu finden. Eigentlich krass, dass Shiny Hunten hat wirklich erst durch Pokémon Go so richtig die Popularität bekommen. Wo sind wir denn jetzt? Warum steht da jemand neben mir, der genau wie ich aussieht? Ich muss mir ein Pokémon hier ausleihen. Muss ich? Muss ich ausprobieren? Ah ne, okay. Kampfagentur heißt es.
Kann man das auch alleine machen? Maske des Profs. Geil, wie niemand auch nur irgendwie das verheimlichen will oder jeder weiß es einfach, dass der Prof El Mascagato ist. Wie heißt er? Darf ich jetzt gehen? Darf ich jetzt gehen von diesem Berg? Sollen wir jetzt Methenos jagen? Nee, wir spielen das Spiel erst durch. Und ich will mal so eine Attacke wie Donnerwelle finden. Ich glaube nicht, dass Knogger... Also wenn Knogger... Ich guck mal, was Knogger lernen kann. Wenn Knogger sowas wie Donnerwelle oder Hypnose lernen kann, dann ist das safe. Mein Fang-Pokémon. Du hast ein neues Zimmer, oder? Zumindest eine neue Kameraposition. Ich bin komplett umgezogen vor einem Monat. Langwierig und anstrengend. Und ja, deswegen komplett neues Zimmer. Und neu angerichtet. Ja. Knogger Gen 7. Was lernst du? Raserei. Das war das Letzte, was du lernst? Der lernt gar nichts mehr? Ah ne, Moment, ich muss zu... Ah, hier, Alola. Okay, gut. Dachte mir schon. Okay, er lernt Schleuder, Fruststampfer. Was lernt denn der für langweilige Attacken? Dafür, dass der Feuer Unlicht ist, lernt er einfach nur eine Unlichtattacke. Schleuder. Krass, der lernt nur physische Attacken, Knogger. Macht Sinn. Okay, also da ist schon mal nichts Cooles dabei. Durch TM haben wir Erholung, keine Donnerwelle, keine Hypnose. Was wäre denn noch? Was würde denn noch gehen? Ne, der lernt nur Normalattacken. Das ist echt traurig. Knogger, ich dachte, Knogger... Okay, es kann Flammenwurf und Feuersturm lernen. Wie traurig ist Knogger? Die haben das voll vernachlässigt. Was ist, wenn ich meinen Silvaro zu einem Fangmon mache? Beziehungsweise, was ist denn das Fangmon in Gen 7? Wenn ihr Gen 7 gespielt habt, was habt ihr da genommen? Silvaro kann auch keine Hypnose, kann auch keine Donnerwelle, kann auch keine andere coole Pflanzensache. Das sind ja alles traurige Sachen hier. Okay. Machen wir mal weiter. Hallo Maurice. Deine Plauze am Strand war übrigens magisch. Ich habe extra diesmal nichts gesagt, damit ihr es nicht sagt, weil ich sage. Das ist das Shirt. Ich habe nicht so, ich sehe nicht so, ich verstehe auch nicht, was das Shirt macht immer. Shirt und draußen sorgt immer dafür, dass ich aussehe, als wäre ich 30 Kilo schwerer. Und zwar nur am Bauch. Wollte mal fragen, haben wir gestern bei dir Patreon Mega Mindlink 2 geholt? Aber was hat es mit dem Soundcorn auf sich? Ich habe leider nicht so viel Ahnung von Twitch. Jemand hier hat Markus schon gemacht? Ja, Marco hat schon gemacht. JJ hat auch schon gemacht. Sonst noch jemand hier, der... Mariko hat noch nicht gemacht. Wenn Mariko gerade zuhört, könntest du Ausrufezeichen Mariko machen. Du hast immer Silvaro mit Druckschlag genommen, aber es kann halt nichts von wegen Donnerwelle oder sowas. Weil ich will ja auch... Ja, du brauchst nicht Mariko machen, Kühner. Dann wäre ja der Witz weg. Da ist Mariko. Mariko, tu es. Du sollst deinen Sound machen, Mariko.
Für was ist Gesichte nochmal gut? Hallo Lukas. Jetzt habe ich genau gesprochen in dem Moment. Kühne, hast du das gehört? Mariko hat Ausrufezeichen Mariko gemacht und dann kam ein Sound. Das heißt, du kannst dir einen Sound aussuchen und dann kannst du einmal am Tag diesen Sound hier im Stream triggern, so wie Mariko das gemacht hat, so wie vorhin das JJ und Marco gemacht haben. Ich hab's gehört, ist schon cool. Anna Marina, dankeschön für 5 Monate. Oder wie Daniela es gemacht hat. Hallo Daniela. Hallo Florimon. Lukas, ich habe letztens komplett deinen Sub ignoriert. Ich habe ihn gesehen und dann dachte ich mir wieder, jetzt rede ich erstmal fertig und dann sage ich Lukas. Und dann war schon vorbei. Lukas, vielen Dank, dass du letztens subscribed hast für so unfassbar viele Monate. Bleibt das random shiny in Gen 6 schon, gell? Du meinst Gen 7. Oder redest du von dir? Hallo Dave. Yo, yo, yo. Du willst eine Pokémon-Liga gründen? Da lache ich mich ja schief. 4 Runden. Was? Greif, drück alle auf einmal an. Niemand kennt sich mit Pokémon-Attacken so gut aus wie ich. Mit Sternschau oder Einerschein schicke ich euch in 4 Runden auf die Bretter. Wir regeln das in einem Battle Royale. Nicht dein Ernst. Machen wir ihn fertig. Sie schaffen das, Professor. Damit habt ihr euch übernommen, Team Sky. 3 Gegner auf ein Streichblatt machen? Mir gefällt dieses Battle Royale. Ein neuer Challenger appears. Oh, kennen wir schon 3 Skull-Meister. Also Kühner, überleg dir, ob es irgendeinen Sound gibt. Kann alles sein, es soll nicht zu nervend sein, es darf natürlich jetzt nicht ewig lang sein. Ein Sound von deinem Liebling, Film, Spiel, was auch immer. Viele nehmen natürlich den Ruf von einem Pokémon. Ja. Ist das der Oberbabbo? Es gibt bestimmt noch einen höheren Skullbabbo. Ich bin dabei. Ich ziehe mir auch die Maske auf. Kann ich die Maske jetzt aufziehen von ihm? Jetzt sieht es tatsächlich verbraucht aus. Ich mag ihn. Weiß nicht. Genau, du kannst mir einfach auf Discord schicken. Irgendwo, wo du mich anschreiben kannst. Jetzt nicht hier, hier vergesse ich's. Dann suche ich den Sound raus. Oha. Fluffel auf los. Fluffel. Ja, Meister. Was ist diesmal meine Aufgabe? Wie immer, Fluffelhof, wie immer. Sterben. Oh, alles für den Meister. Alles für den Sieg. Du hast heute einen Shiny Flunschlick gefunden. Geil. Hab ich eigentlich... Ich glaube, ich habe nur das Galar-Shiny Flunschlick bis jetzt. Was ist Tektas? Käfer, Wasser. Oder? Rasierblatt. Ich hätte Pflücker machen sollen. Oh mein Gott, warum bist du so stark? Okay, verdammt. Hallo Marco Poke. Hallo. Deine Shinies kommen, wenn du die Portale machst. Leo würde alle Kanalpunkte draufsetzen. Muss ich Portale machen, um alle Pokémon zu kriegen? What? Hallo Danu, dankeschön für 19 Monate, Danu.
Was ist Tektas? Der Steinkäfer? Rückzug von Tektas wirkt. Das hat auch selber immer noch die Fähigkeit. Geil. Maskeregen, ja, das ist blöd jetzt. Heißt es Tektas? Das ist ja voll nervig. Wenn Tektas zu viel Schaden nimmt, dann geht es einfach zurück in mein Team. Selbst in einem richtigen Kampf. Ist das smart? Ist das nicht nervig manchmal? Machst du einen Luftschnitt? Warum machst du nicht Wasser? Okay. Die Ultrabestien, dafür muss ich in die Portale. Okay, in die Portale. Ja, ja, okay, in die Portale. Aber ich dachte Wurmlöcher. Muss ich die Wurm, dieses Wurmloch-Scheiß oder geil, keine Ahnung, machen, um alles zu kriegen? Ich dachte, das ist so Bonus-Content. Jackie, du bist ein Rizeros. Und Danu, hier ist dein Tier-2-Zettel. Dankeschön. Das sind Wurmlöcher. Ich weiß noch nicht, wie die funktionieren. Ich dachte, es gibt welche, wo einfach dahinter direkt das die Bestie ist. So wie in der Story oder sowas. Und dann gibt es halt Endgame-Content, wo du wirklich in die Löcher rein kannst und dann ewig da durch und tiefer und tiefer und tiefer. Wirst schon sehen. Nein, ich möchte doch, dass ihr mich spoilert ohne Ende. Warum sagst du das jetzt? Danu! Du bist ein Shiny Incognito, Danu. Ein Shiny Incognito. Ich habe das Gefühl, ich verliere ihn wieder. Könnt ihr mal aufhören, alle Schwächen zu haben gegen die Pokémon? Genau, ich dachte, sowas wie in Oras die Portale gibt's auch hier. Okay, wieder Tektas. Ja, ja, ja. Knogger hat doch keine Chance gegen Tektas, oder doch? Ich mache einfach Z-Kraft und hoffe, dass ich zuerst dran komme, was nicht der Fall ist. Wahrscheinlich Tiefschlag, ich bin weg. Willst du es auf den Haufen haben, dein Shiny Cognito? Okay, okay. Du kriegst das Shiny Cognito. So, Knogger regelt. Ich weiß nicht wie, vielleicht mit Trugschlag. Hallo Laubfuchs. Boden kann nicht gut sein, weil es ist auf jeden Fall ein Käfer. Wahrscheinlich Wasser. Ich sagte, es ist Wasserkäfer. Aber es ist wahrscheinlich Käfer oder Käferstein. Ich mach Knopfnuss. Oder ist es Stein? Dann hätte ich Boden machen sollen. Ich bin eh weg. Wow, ich verliere gegen jeden Menschen hier. Es ist Käferwasser. Okay, ja. Krass, wie ich einfach dauernd draufgehe. Und das ist auch krass. Paul ist auch ein Rizeros. 1 zu 1125 zweimal hintereinander getroffen. Kühner, du bist ein Bronzel. Hallo Fabian. Und ich wiederhole nochmal. Hört auf hier zu sein, wenn ihr das neue Wailord-Video noch nicht gesehen habt. Schaut euch lieber das coole Wailord-Video an, was ich gemacht habe. Ich war extra draußen und anscheinend sieht man meine dicke Plauze. Soll ich jetzt wieder Fluffeluff wegpacken, Mann? Dieses Fluffeluff, vielleicht brauche ich echt... Ich sage euch, später gehe ich zufällig ins Gras und habe Fluffeluff nicht dabei und es kommt irgendwas, was ich brauche in weiblich. Mache ich halt Fluffeluff weg und nehme... Wo ist mein... Da. Als erstes setzt der Tektas ein. Das heißt, ich nehme... Okay, bis später. Ja, tschüss. Aber die Spiele wurden doch so viel leichter, Leo. Das ist bisher das einzig Positive, wie ich überrascht bin. Okay, zwei Sachen. Das SOS-Ding ist echt eine coole Methode, für was auch immer. Und ich muss zugeben, die Story ist schwerer, als ich gedacht habe. Man muss tatsächlich zwischendrin ein Team sich zusammenbauen oder trainieren oder so. Man kann nicht einfach durchrennen wie sonst. Hallo Tigrisser, hallo. Bin gerade auf Shiny Ho-Oh-Jagd.
In welchem Spiel? Hallo Prani. Ich fand den Schluss geil mit den Aufzählungen. Romantisch, oder? Romantisch. Ich überrumpeln jetzt hier. Mehr. Ah, komm, komm. Oh. Überrumpeln ist schneller. Ist Prio. Nice. Komplett fertig gemacht, Hektas. Rani, du bist ein starrer Lilly. Bedrohung macht mir nix. Mir egal. Das hältst du aus, Akku. Das hältst du aus. Oh Gott, bist du groß, ey. Gut, ich schau Video. Nice. Ultrasonne. Danke für den Shoutout. Welcher Shoutout? Du machst das in Ultrasonne, machst du Ho-Oh. Viel Spaß, viel Erfolg. Der Bus ist ausgefallen, aber der nicht fliegende Eule macht. Warum hast du nicht gepflückt? Pflück doch mal, Sevaro. Warum bist du langsamer als ein Maskaregen? Mein Starter ist wirklich enttäuschend, habe ich das Gefühl. Habe ich die schlechtesten IVs gezogen, die es gibt? Tiny, du bist ein Somnivora. Machst du keine Wasserattacke? Ach ja. Egumina, du bist ein Lamella? Irgendwas mit Lamellen. Ich hab das Video gesehen und find's mega. Dankeschön. Du wirst doch eine Attacke aushalten, Wolverock. Käfergebrumm. Easy. Oh mein Gott. Warum ist Käfergebrumm so stark gegen einen Steinwolf? Du kannst immer ändern, Kühner, wenn du willst. Boom. Komm. Ist jetzt weg. Meine Güte. Kann es einfach sein, dass jeder größere Gegner in dem Spiel perfekte IVs hat? Ich finde es ja gut, dass manche echt taktisch kämpfen und so. Moment mal, Tektas ist immer noch da. Oh nein. Ich finde ja cool, dass manche wirklich taktisch kämpfen, aber ich habe das Gefühl, Käfergebrumm sollte nicht so viel Schaden machen bei einem Gesteins-Pokémon. Oder alle meine Pokémon haben schreckliche IVs. Oh, ich darf zuerst. Jetzt habe ich aber. Komm. Okay, gut. Das ist, glaube ich, die stärkste Käferattacke. Käfergebrumm ist safe nicht die stärkste Käferattacke. Steinhagel war, glaube ich, besser, aber ist halt. Genauigkeit ist für den Arsch. Wobei, Genauigkeit ist nur um 5 schlechter. Komm, mach mal Steinhagel. Hallo Beast, hallo. Ich glaube ja auch, dass jeder erste Kampf geskriptet ist, dass man nicht gewinnen kann. Ja. Ja. Ich glaube auch. Brumli! Oder redet mit sich selbst. Den Namen werde ich mir merken. Bin berühmt bei den Skulls. Beast, du bist ein Nidorino. Hallo Tali. Probli? Selbst wenn du erfolgreich bist, bla bla. Bösewichtengelaber.
von spektakulären Attacken, dankeschön. Ich meine, ein ungefähr 1 Kilometer großer Steinsbrocken ist gerade auf diesen Park gefallen. Danke, dass wenigstens einer sagt, dass es spektakulär ist. Oh, ich krieg Silvaro, Bidum. Silvaronium. Hallo Azrael. Hab bereits Shiny Seentrio, Lugia, Iveltal, Kyogre, Sekrom, Voltolos und Venico erhielt ich nach 12 Soft Resets, aber in Ultramond. Krass, Venico nur 12 Resets, Respekt. Die ängstliche Lili ist wieder da. Ich habe ganz viel Sorgen mir gemacht. Mit den Schergen von Tim Skull sollte man sich besser nicht anlegen. Wahaha, ich bin Wrestler, ich wrestle alle tot. Was stolz wie Bolle bei Venikro. Die 12-mal, die du A gerückt hast. Darauf kann man stolz sein. Nee, ist mega. Ich habe noch gar kein Venikro. Hamke. Dankeschön für dein Tier 2. Geiler Zettel. Guck, wie gerade. Okay, nicht ganz gerade, aber guck, wie gebügelt der Zettel ist. Du bist doch bestimmt die nächste Inselherrscherin, Lola. Ich muss zum Dorf der Kapu, das ist hinter Route 11. Okay. Wenn ich mal neugierig sein darf, was ist der höchste Sub-Monat bei dir, Leo? Siehst du das irgendwo? Das kannst auch du sehen. Du musst nur den Stream runterscrollen und unten steht, wer die meisten Bits gespendet hat, wer die meisten Subs geschenkt hat und wer die längste Zeit hier Sub ist. Und es sollte Fjordian sein. Muss ich mich heilen gehen? Wahrscheinlich. Am Handy siehst du nur die Bits und die Gifted? Wenn du die beiden Sachen siehst, musst du das dritte auch sehen. Hä? Okay, aber dann sage ich es dir, es ist Fjordian. Also die höchste Anzahl ist, ich glaube, so lang wie ich streame. Seit, also 5,5 Jahre ist die längste Subzahl. Dann. Ich glaube schon, dass das angezeigt wird, weil es macht sonst keinen Sinn, Mariko, dass du die anderen Sachen siehst, weil es ist exakt das gleiche System. Ich glaube, du guckst nur falsch. Ich kann es nicht überprüfen. Ich will es nicht überprüfen. Hallo Maurediven. 66 Monate. Ja, ist ja 5,5. Ja. Nee, doch. 5 mal 12, 60. 66. Nein, du schickst mir keinen Screen davon, denn I don't care. Jetzt hier weiter, hier war Sackgasse. Nicht da unten. Ich schaffe hoffentlich irgendwann die Top 10. Bist du nicht Top 10? Es gibt 10 Leute, die länger subben als du. Krass. Ich bin Nummer 11. Hey, dafür musst du einfach nur einen der anderen 10, keine Ahnung, töten. Was ist passiert? Fluffeluflus. Anne ist auch schon lange da. Ja. Siehst du an ihrem Ball? Jeder, der einen Mindball hat, ist seit 5 Jahren hier. 4 Monate hat Häppchen. Du frägst Sachen. Immer diese Handybenutzer, das siehst du alles. Happens ist hier seit
Achso, nee, der Mindball ist 4 Jahre Subscriber. Gar nicht 5, sondern 4. Okay, dann brauche ich eigentlich wirklich mal ein 5-Jahres-Symbol. Wie soll der Ball aussehen für 5 Jahre? Dann beschwere ich bei den App-Herstellern. Nee, ich beschwere mich, dass Leute die App überhaupt benutzen, obwohl sie so unglaublich schlecht ist. DS-Ball. Den GS-Ball habe ich. Ich habe jeden existierenden Ball. Es geht darum, was für einen Ball ich erfinde. GS-Ball ist, glaube ich, 3 Jahre. LM-Ball. Was ist LM-Ball? Den Mindball? Du hast den Mindball! Was ist denn heute schon wieder los? Phantomball? Was macht der Phantomball? Auch den Rätselball? Was ist denn der Restellball? Freundesball? Alle Bälle, die ihr kennt und aufzählt, sind schlechter als die Bälle, die ich schon habe. Es muss etwas sein, was aus unserem Kopf herauskommt. Sorry, dass ich die Ballnamen nicht kenne. I don't care. Ah, okay. Ich sag gar nichts mehr. Der Mewtwo-Ball vom ersten Film. Simpa-Ball, der Majora-Ball, ja, die Farben der Maske, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll, der Bubatz-Ball, und Ball, okay, nochmal, egal. Dankeschön, Candy. Rätselball, den die Pokémon bekommen in PLA. Das heißt, wir gehen nach oben, wir sind über dem Meisterball, wir sind über dem Beastball, wir sind über dem GS-Ball, wir sind über dem Mindball, dem Ball der Mindlinge. Und dann das über dem, was kommt, ist der türkisene Ball aus PLA, der nichts anderes ist als ein Pokéball, nur halt nicht. Jubelball. Dann halt der Super Mindball. Now we're talking! Wie sieht der Super Mindball aus? Aber nur ein schwarzes Loch. Wie wär's mit ein leeres PNG? Sodass die Person, die 5 Jahre subscribed, einfach kein Symbol vom Namen hat. Der Mega-Mindball, der Shiny-Ball. Ich meine, 5 ist eine halbe Dekade. Ich habe keine Plauze. Der Shiny-Ball. Aber wie sieht denn ein Shiny-Ball aus? Komplett weiß. Mit einem Stern in der Mitte. Schreib mal Shiny Ball auf. Shiny Ball. Der Super Mindball ist auch blau. Hey, du willst kreative Namen, nicht deren Umsetzung. Das hättest du genauer briefen müssen. Den Sedra Ball. Ich hätte die krassen Bälle oben gelassen und für die unteren Rangliste einfach weniger krasse nachgezogen. Einfach so, dass sich das niedrigste Tier immer verändert. Okay, du willst also, dass jemand, der ein Jahr subscribed und den Meisterball hat, dann auf einmal, weil 5 Jahre existieren, der nicht mehr den Meisterball hat, sondern einen Pokéball? Macht doch keinen Sinn. Ich kann doch keine unteren Ränge
verändern, nur weil Zeit, geschieht. Amphira. Ist das nicht wunderschön? Wieder da, Video gut. Dankeschön, Dave. Dankeschön. Schillerball. Schillerball wäre halt deutsch für Shiny Ball. Schillerball. Schillerball klingt aber auch nice. Es könnte einfach der Ball sein mit dem blauen, also ein weißer Ball mit dem Dreier blau Schillerpin Zeichen da. Missing no Ball, das ist cool. Missing no Ball ist cool. Oder der Ghost Ball. Heißt aber eigentlich, dass die Krassen gar nicht mehr erreichbar wären für Neulinge. Wenn ich jetzt sage, ich höre in einem Jahr auf zu streamen, dann wäre für dich natürlich ein Dreijahresball nicht erreichbar, korrekt, ja. Aber wenn ich nie aufhöre zu streamen, ist alles erreichbar. Das weiteste, was man, glaube ich, gehen kann, sind 13 Jahre. Nach 13 Jahren kann ich nichts mehr machen. Das ist eh krass, dass Twitch 13 Jahre, also was anbietet, was 13 Jahre geht. Liebreiz, aber bitte doch. Was ist das? Charmattacke, die den Spezialangriff des Ziels stark senkt, falls es dem anderen Geschlecht angehört. Passt schon. Mann, ist die geil, diese Amphira. Meine Fresse, ey. Der Pommelball. Oh mein Gott, Pedobär. Wie lange gibt's denn Twitch schon? Twitch gibt es, also dass es Twitch heißt, glaube ich, seit 2015, 16. Davor hieß es halt nicht Twitch, sondern JustinTV. Und ich glaube, JustinTV gibt es seit 2013 oder 2010 sogar. Aber dass man 13 Jahre als Sub-Badges hinzufügen kann, ist relativ neu. Das haben sie vor einem Jahr oder so erweitert. Das hat immer nach 6 Jahren aufgehört oder so. Und dann haben sie auf 13 gemacht. Voll krass. Postur so, ist das so süß. Was hält so viel aus? Ein Arceus Ball mit dem Muster von seinem runden Schweif oder wie man es nennen will. Boah, muss ich aber voll gut designen können. Aber ja. Ich schreib's auf. Glitchball wäre, glaube ich, wenn wir einen Missing No Ball machen. Du hast Twitch das erste Mal über deine PlayStation entdeckt? Ich glaube, viele entdecken es da zuerst, weil es einfach eine App ist, die halt da bei dem Tab vorgeschlagen wird. Stand da gerade brillante Blütenpracht? Ja, warum ist das falsch geschrieben? Haben die ein I bei brillant vergessen? Wir können gleich nochmal gucken. Kann aber gut sein, oder? Vielleicht ist das auch der Witz. Weil es eine Brille trägt. Weil es eine Eule ist. Aber, also, tragen könnte. Tiefschlag könnten wir uns sogar überlegen. Tiefschlag ist so ein bisschen abhängig, ne? Ich brauche eigentlich nicht Blattwerk und Rasierblatt. Ich muss noch diese Phantompfeile-Attacke lernen, oder? Für die Attacke. Oder Virox. Ich finde den Urball von PLA ja mega schön. Du meinst den Strange Ball. Der, wie heißt der? Kuriosball? Nee, nicht Kuriosball. Dieser türkise Ball. Schaufler. Wer kann nochmal Schaufler? Das ist so seltsam. Akub kann einfach Schaufler. Das müssen wir machen. Donarion ist auch Käfer-Elektro. Akrobatik ist halt so eine geile Attacke, aber ich habe halt keinen Stab drauf. Genau wie Schaufler. Aber Knirscher, ich glaube, Knirscher ist wichtiger als Schaufler.
Akrobatik ist auch besser als Schaufler. Aber Schaufler ist halt... Aber warum sollte ich jemals gegen ein Elektro-Pokémon kämpfen, wenn ich... Aber gegen Stahl? Hirscher ist auch 80. Akrobatik ist halt so geil. Wobei habe ich eigentlich, wenn ich... Ja, wahrscheinlich, ne? Wenn ich einem Pokémon einen Z-Stein gebe, trägt das ja ein Item. Auch wenn es nicht so aussieht, als ob es ein Item trägt, weil das so eine komische Animation macht. Aber dann ist ja Akrobatik nicht mehr stark. Das heißt, Akrobatik ist kacke in diesem Spiel, weil man eigentlich immer Z-Attacken machen will. Das heißt, habe ich lieber Schaufler als Akrobatik? Aber Akrobatik ist so geil. Aber ich werde sicher meinen Donarion mit einem Stein versehen. Komm, ich verlerne Akrobatik, auch wenn es weh tut. Es sollte wirklich als Item zählen, was man trägt, weil das Symbol ist ja da von dem Item. Schattenfessel ist die Attacke, ja. Schattenfessel. Ach, ist die Schattenfessel? Ist das das schon? Ich dachte, das heißt irgendwie Phantompfeile, weil die Attacke so aussieht. Tolle personalisierte Werbung hier im Einstieg von OB. Nice. Gegenstoß. Okay, gut. Du meinst den roten Kristallball, mit dem man die Original... Achso, du meinst den Ur-Jubelball. Ja, der ist auch richtig geil. Ich wollte Silvaronium benutzen. Wo ist das hier? Silvaronium. Und dann Voltium gebe ich meinem Akkub. Volverocchium kann ich immer noch nicht einsetzen, weil ich die Attacke nicht kann. Normium klingt aber auch so geil. Okay, ich glaube, ich tue Knogger wieder aus dem Team, weil es ist nicht gut. Bis jetzt, also. Außer ich benutze auch viele TMs. Das Ding lernt halt nix, ey. Wolltest du nicht ohne Z-Attacken spielen? Der Mann hat seine Meinung geändert. Denn die Kämpfe sind doch nicht so einfach, wie ich dachte. Und was wäre das Spiel schon ohne Z-Attacken? Sie sind ja irgendwie cool. Nur jedes Mal die Animation ist halt lang. Brian, du bist ein Pandagro. Oder wie ich es früher immer genannt habe, Pandrago, weil es cooler klingt. Pandagro. So, anstatt Knogger. Was wollen wir noch entwickeln? Radikal könnte halt auch ein geiles Fangmon sein. Wenn es Hypnose lernen kann. Nee, kann es aber nicht. Ich brauche immer noch einen Radfratz. Das ist ein Tempomacher, Volverock. Ich muss kurz sortieren, damit mein Geist hier zufrieden ist. Hier ist Aranestro. Was ist das? Mollunk. Ich habe zwei Dictas. Ich könnte Dicta entwickeln. Wann entwickelt sich das nochmal? Irgendwie 31 oder so. Frobeiler ist doch... Das ist nicht Freundschaft. Ist das einfach Pflanzenstein oder Lichtstein? Ich nehme mal Dicta mit. Es darf sich entwickeln. Pampam übrigens auch gute Rufchance beim SOS. Pampam habe ich schon in Shinies. War eins meiner ersten Shinies ever, weil ich das Shiny einfach so hübsch finde. Afrobeiler ist mit Stampfer. Stimmt, das war so. Stampfer.
Leos Meinung ist wie ein Gänseblümchen im Wind. Silvarus Stein ist grün, obwohl es eine Geisterattacke ist. Das ist echt komisch. Der rote Jay, du bist ein Moorlord. Mariko, du bist ein Frubeiler. Was wir gerade erwähnt haben. Und Fabian, du bist ein süßes Knapfel, auch genannt Sirapfel, mit Shiny. Shiny Sirapfel, Fabian. Sei mal stolz da jetzt. Ein goldener Apfel. Okay, hunt ich jetzt. Mach das. War mit Gänseblümchen bei mir zensiert. Du bist ein Gänseblümchen auf der Wiese. Ich schreib dir Gedichte. Mon chéri. Wer kennt? Nein, das heißt nicht Sir Apfel, sondern Sirapfel. Wegen Sirup, Mann. Morgen kommt Final Fantasy 15. Nice. Ich bin gespannt. Aber guck zuerst den Film oder beziehungsweise... Ja doch, du musst den Film zuerst gucken, weil die Szene, die im Spiel kommt, spoilert dann. Also es gibt halt eine Szene, die geht irgendwie 20 Sekunden im Spiel, die dann ganz kurz den Film so in 10-facher Geschwindigkeit dir zeigt. Das heißt, guck zuerst den Film, spiel dann 15. Ein Anime ist quasi unterstützend zu den... der Freundschaft. Samtfilm. Hast du diese Edition gekauft, wo der Film dabei ist? Hallo Itachi. Moment mal, ist Kampf nicht gut gegen Käfer? Verdammt. Ich habe alles vergessen. Okay, Kampf ist gut gegen Unlicht. Nicht andersrum. Riechsalz? Warum tut Riechsalz weh? Klingt wie eine passive Attacke. Kingsglaive war mega, schon, gell? Manchmal denkst du echt, wahrscheinlich nicht nur, wenn man in 4K anschaut, aber manchmal denkt man wirklich bei Kingsglaive, dem Film, da sind Schauspieler. Und ich würde es auf Englisch anschauen natürlich, weil vor allem Bryan Cranston und Aaron Paul synchronisieren. Bryan Cranston ist der König und Aaron Paul ist der Hauptcharakter. Das ist cool, die Stimmen zu hören. Du hast gerade 7 Pokémon-Booster gekauft. Und wieder gewinnt der Kommerz. Und hast du schon aufgemacht? Und übrigens, Tigrisa, Dankeschön für 95 Bits, Dankeschön. Hier kommt schon die Prüfung. Okay, dann gucken wir. Ich habe mal Bock, jetzt Pokémon wieder zu checken. Ist 15 eigentlich deutsch synchronisiert? Der 13 war es noch nicht. 15 ist, glaube ich, deutsch synchronisiert. Wie immer würde ich das aber nicht machen. Aber das ist ja nur meine Meinung, weil ich deutsche Synchronisierung immer schlechter finde als die englische oder erst recht die japanische. Ich würde sie auf Japanisch spielen mit deutschem Text. Aber mach, was du willst. Parasek ist gutes Fangmon. Oh mein Gott, du hast recht. Das kann Pilzspore. Außer das Level ist hier zu hoch und es kann nicht mehr Pilzspore. Aber sehr guter Punkt. Lasst uns mal das Parasek anschauen in Gen 7. Ist halt leider kein Gen 7 Mon. Ist das überall sind diese Trompacks? Ich brauche kein Trompack. Es sind so viele Trompacks überall. Parasek in Gen 7. Lernt Stachelspore auf Level 6. Pilzspore auf 22. Was haben die hier?
29. Das heißt, es sollte Pilzspore noch können. Kann der Trugschlag lernen? Der lernt aber keinen Trugschlag, gell? Doch, es kann Trugschlag lernen. Nice. Ja, fangen wir uns in Parasek. Danke fürs Erwähnen. Parasek ist für mich so ein Mon, was einfach sofort so durch den Kopf durchgeht. So, warum brauche ich... Aber es ist tatsächlich gut. Ja, 15 ist Deutsch-Synchro, die ist tatsächlich gut, aber bei allen drei Sprachen hört sich Prompto leicht cringe an. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber Prompto ist auf jeden Fall auch der Charakter, den ich am wenigsten mag. Einfach nur, also jeder Charakter ist ein Klischee. Der eine ist der Smarte mit der Brille, der andere ist der Gefühlvolle, der andere ist der Coole, der alles ignoriert und der andere ist der Muskelprotz. Also es ist ja absichtlich so gemacht. Deswegen mag ich Prompto auch am wenigsten, weil Muskelprotz, also der ist ja nicht nur Muskelprotz, sondern er hat auch den Charakter von so einem typischen Muskelprotz, der nichts anderes kennt als kämpfen und trainieren. Aber trotzdem liebe ich 15 dafür, dass wir alle gedacht haben, ach, das wird so ein scheiß Boyband-Spiel. Und in Wirklichkeit ist die Beziehung zwischen den Charakteren sowas von cool und tiefgründig. Ach, das war Gladio. Stimmt. Aber ich meine Prompto, ich hasse Prompto. Stimmt, Gladio ist der Trainierte. Aber ich habe auch das Gleiche gedacht, ich mag Prompto nicht. Also der Blonde halt, Prompto ist halt der... Ja. Aber... trotzdem, in Kombination sind alle vier, es ist so cool gemacht. Und vor allem wenn dann die DLCs dazukommen, das ist halt mega cool, weil man dann noch mehr die Hintergründe von denen versteht und dann ist noch mehr Character Building. Das weiß ich gar nicht, wenn man die Royal Edition kauft, kriegt man dann die Möglichkeit in dem Moment, weil nur dass du es weißt, das ist kein Spoiler, während der Hauptstory passieren Sachen, die du nicht mitkriegst. Aber du weißt, dass da was passiert und du denkst dir so, warum spiele ich das jetzt nicht? Weil es ein DLC geworden ist. Es war ziemlich eigentlich, also damals, als man das Spiel ohne DLCs gekauft hat, war es eigentlich echt ein Scam. Weil es passieren Sachen, die du nicht spielen darfst, sondern es passiert halt im Hintergrund irgendwo, aber du denkst so, eigentlich soll ich das gerade spielen. Und du denkst, ah, das wird ein DLC. Und dann wurde es ein DLC. Aber wenn man jetzt die Royal Edition spielt, ist es dann so, dass es in dem Moment passiert und du spielen kannst? Oder musst du auch dann das Spiel erstmal durchspielen und dann zum DLC gehen, zum nächsten DLC gehen, zum nächsten DLC gehen? Du kannst es nicht einfach, ist nicht integriert, das wäre cool. Allein wenn die Nachricht kommt, möchtest du jetzt Promptos DLC spielen und sagst du ja. Und dann gehst du kurz raus und später wieder zurück. So, warum bin ich zurück? Ich weiß es nicht. Final Fantasy 15 will ich wieder spielen. Tu doch. Prompto DLC ist krass. Alle DLCs sind untergegangen, also damals. Weil es einfach... Es war wirklich, es hat sich wie ein Scam angefühlt. So, hey, wisst ihr noch die Stellen, die sich unfertig angefühlt haben? Hier ist das DLC für 15 Euro. Mich hat es nicht so gestört, weil es ist halt, heutzutage leben wir in einer DLC-Welt. Und vor allem, wenn man die Royal Edition sich holt, für nicht viel Geld inzwischen, dann ist es wirklich ein riesiges Paket, was man bekommt. Mit echt einer super langen Story, die DLCs sind super... Und alle DLCs sind auch echt nice. Und unterstützen die Story extrem. Aber es wäre halt cool, wenn sie dann in der fertigen Edition gesagt hätten, wir packen die jetzt dazwischen, weil da gehören sie hin. Du hast nichts davon, das danach zu spielen. Du könntest es genauso gut währenddessen spielen.
Ja, das letzte DLC mit Arden. Arden heißt er, genau. Das habe ich mich gestern gefragt, wie er heißt. Das war geil. Wie man Arden spielt, schon geiles Gameplay. Geht die Pokken-Edition von 15 klar? Was ist die Pokken-Edition? So, wo ist Parasek? Pocket? Die Pocket, es gibt eine Pocket-Edition für das Handy, gell? Aber ist nicht die Pocket-Edition von Fantasy 15 ein eigenes Spiel? Das ist doch nicht einfach das Spiel für Handy, sondern es ist eine eigene kleine Version. Keine Ahnung, wie die ist. Parasek 10% Encounter. Wieder typisch, dass mein erster Encounter der seltene Spawn ist. So wie gestern Corazon. Anne, du bist ein Kloptopus. Mit wem willst du dich kloppen? Sandwichkatze, du bist ein... wer ist Garnovil? Und Redface. Du bist ein Terrak... Nee, nicht Ter... Ich will immer Terrakium sagen. Wer ist es? Wer ist die letzte Gen 3 Entwicklung? Terrakium... Shellterra. Meine Fusion ist auch noch offen. Ja, bist du da, Mr. Fusion? Fehlen Cutscenes. Also es ist die Pocket-Edition, weil es ist das gleiche, nur sie haben sau viel rausgenommen, damit ein Handy das schafft. Also ja, Final Fantasy 15 haben sie halt wirklich auch auf die Spitze getrieben. Sie haben alles rausgebracht. Ein Film, ein Anime, ein Spiel, die Mobile-Version, die Windows-Version, 5 DLCs. Die haben schon da alles reingesteckt, was nur ging. Komisch, dass sie das bei 16 nicht machen. Ich glaube, die hatten ja gesagt, 16 ist einfach das eine Spiel und fertig. Vielleicht glaubt Square Enix nicht mehr an DLCs. Vielleicht wollen sie der Vorstoß sein, die Vorreiter für die neue Zukunft. 16 hat 2 DLCs? Hat's DLCs? Story-DLCs auch? Ich dachte, ich hatte da was gelesen von wegen... Die wollen nichts machen. Meinst du Torterra, Pflanzenstarter, Entwicklung aus Gen 4? Torterra heißt es nicht, das heißt Shellterra. Ja, es heißt Shellterra. Ja, Torterra ist Englisch. Sind wir hier Englisch oder was? Auch wenn ich Englisch immer vertrete, aber wir sind hier Deutsch. Du hast die DLCs nicht gespielt, weil es keine Trophäen gibt. Warum ist Intensität so schlecht? Ja, ganz ursprünglich war Final Fantasy 15 genannt Final Fantasy 13 Versus. Und da hatte ich mich so drauf gefreut, weil der Trailer sah so abnormal geil aus. Und dieser Trailer oder diese Vorschau ist ja sogar immer noch im Spiel gewesen. Und dann haben sie Final Fantasy 13 Versus komplett überarbeitet, ein komplett eigenes großes Spiel draus gemacht. Ich weiß gar nicht, was der ursprüngliche Plan war, da gibt es auch bestimmt Stories zu. Weil es ist schon krass, wie man aus einem Final Fantasy 13 Teil dann das macht. Das muss ja was ganz anderes gewesen sein. Versuchst dich nicht mehr an Trophäen zu halten. Ich habe erst gestern ganz viele Trophäen gesammelt in Untitled Goose Game. Bro, es ist so ein gutes Spiel, Untitled Goose Game. So ein schönes Zwischendrin-Spiel. So wird aus einem kleinen Pam-Pam-Kampf auf einmal fetter Kampf. Pam-Pam, hör auf.
Gibt's hier nichts Neues? Pam Pam ist nicht neu. Das ist deine Fusion. Dann... Hallo, hallo. Hier. Lamelux und Bubumbo. Bubungus. Hey! Ich meine, an irgendwas erinnert es mich aus einem Film oder sowas. Irgendwie Aliens oder so. Also nicht Aliens, Mass Attack. Nenne ich Mass Attack. Mars Attack hieß es. Mars Attack. Mass Attack ist eine Mischung aus Mass Effect und Massive Attack. Glaubst du, es ist Rosana und Xerox? Glaubst du? Was hat es verraten? Qualelu? Qualelu ist ein... Oh, Qualelu ist weiblich. Ist Qualelu immer weiblich? Weil ich hab Scham, Bolzen. Aber es muss ja auch nicht immer funktionieren. Ja, gibt's beides. Krass. Fettes Pech. Welcher Idiot hat Pokefusion gemacht, während das offen war? Selber schuld. Hier, Maure Dieven. Deine Fusion. Was glaubst du passiert, wenn du Pokefusion einsetzt, während die Animation offen ist? Das passiert. Aber passt, oder? X-Bud hat kurz den kompletten Körper sich wachsen lassen. Qualelu. So knapp. Qualelu ist wahrscheinlich super selten hier, oder? Tschüss. Du hast gerade gar nicht hingeguckt. So komplett konzentriert auf die Kanalpunkte. 30%? Und ich krieg die ganze Zeit Pam-Pam? Okay, na dann. Männliches Qualelu. Neues Ziel und Parasek. Fluffeluff ist immer noch an erster Stelle. Leo, ich habe mich jetzt dazu entschieden, in Omega Rubin und Alpha Saphir den Living Dex nochmal zu machen und zu übertragen, weil in Home die Mons ja auch das Zeichen von Alpha und Omega bekommen. Ja, tu das, Judas. Da ist es. Qualelu, eine Drachenwut und wir sind zufrieden. Volltreffer. Drachenwut kann wahrscheinlich gar keinen Volltreffer machen. Mögen wir Qualelu eigentlich? Ich mag Qualelu. Shiny ist ein bisschen so, kann man hinterfragen. Weil nur der Baum sich ändert, aber das hat, glaube ich, auch einen Hintergedanken. Weil es bestimmt so eine seltene Art von Eukalyptus gibt, vielleicht, der rosa ist. Keine Ahnung. So. Qua. Wisst ihr, wie ich mir den Namen merke, dass ich nicht das A, E, U irgendwie vertausche? Man muss einfach jedes Mal singen. Qualelu, oh der kleine Leo, schau zu, wie dein Pokéball dich auffrisst. Du gehörst jetzt mir, fuck U2. U2 ist auch eine scheiße Band. Ist halb am Schlafen wie ich. Can relate. Du hast ewig gebraucht für die letzte Metheno-Farbe. Ist das eine Herausforderung, dass ich wieder auf den Berg gehen soll? Bam, 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 bam. Klick. Klick die Frieda. Hier ist es. Gibt's hier noch was anderes? Was Neues? Parasek. Wo bist du? Ich brauche immer noch ein Pepek.
Ihr sagt Bescheid, wenn ich irgendwo diesen Magnetfelsen finden kann. Jemand hat gestern gesagt, ich brauche dafür Pampros. Ich bin schon 38. Ich verdiene langsam das Donarion. Canyon von Pony entwickelt sich Jakob. Okay, wenn ich an den Namen denke, während ich dort bin, gucke ich mich um. Das war nicht 5-mal, das war 10-mal. Nein. Auch Magneton. Okay, aber Magneton ist Gen 1 und Magnezone ist Gen 4. Also interessiert mich null, dieses Magnezone. Ja, Krabox dachte ich mir, dass sich das bei einem Felsen auch entwickelt. Hallo Eski. Ich habe mir übrigens Pokémon Sleep wieder runtergeladen. Weil ich möchte mal überprüfen. Ich weiß, dafür gibt es andere Schlaf-Apps, aber wenn, dann mache ich es wenigstens. Bessere Schlaf-Apps wahrscheinlich auch. Aber wenn, dann muss ich wenigstens ein bisschen Gameplay mit reinpacken. Weil ich mache diese Pokémon Sleep-App heute auf und man wird ja so zugespammt wieder direkt. Hier übrigens kannst du Geld ausgeben für Suicune. Hier übrigens kannst du Geld ausgeben für das. Und bitte gib Geld aus. Bitte gib uns Geld. Im Schlaf. Genau wie Pokémon Go jetzt auch wieder bei den Giga-Events. Jedes Mal, wenn man Giga besiegt, kriegst du Items. Und dann wird dir innerhalb dieses Interfaces wird dir vorgeschlagen, dass du doch Geld ausgeben könntest, um die Items besser zu machen. Was ist das denn für ein neuer Zusatz? Wie also ist das denn jetzt schon wieder? Du kannst uns übrigens Geld geben, damit deine Items geiler sind als die, die wir dir gegeben haben. Okay. Da ist es. Geschlecht ist mir echt egal. Ich fang so einen Hyperball. So krass bin ich. Du überlebst schon einen Funkensprung, ne? Ja. Schnarchen eigentlich dann Relaxus zu. Kennst du die App gar nicht? Lad sie dir mal runter. Ist eigentlich ganz witzig für eine Woche. Aber happens, wie kriege ich Suicune? Muss ich Geld ausgeben und dieses Event-Ticket irgendwie, um das zu verbessern? Oder habe ich auch eine gute Chance, Suicune so zu bekommen? Wehe Volltreffer, wehe Volltreffer, wehe, oh mein Gott. Entwickelt sich Donario nicht mit einem Sonnenstein? Nein. Sonnenstein, da sage ich nein. Nur Noobs denken das, wie ich, bevor ich nachgeguckt habe. Komm, ich setze mal einen anderen Ball ein, einfach weil ich kann. Überball, Premierball. Habe ich einen Nestball? Ich habe einen Nestball. Wir machen Nestball. Oder warte, ich meine Netzball. Ja, Netzball. Ich muss Suicune Essenz kaufen. Es kommt nicht ohne. Das meine ich. Wie kacke ist das? Ich wollte einfach meinen Schlaf mal wieder messen, weil zurzeit schlafe ich so schlecht. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich extrem schnarche. Das kann man sich auch anhören und so. Und dann dachte ich mir, ja komm, mache ich es mit Pokémon Sleep. Die Katzen haben eine niedrige Chance, auch so zu erscheinen. Okay, Challenge accepted. Okay, soll ich Parasect ins Team tun, damit es wenigstens gelevelt wird? Erstmal gehen wir wieder heilen. Dann tue ich... Die Routen sind schon echt kurz hier. 70 und 160 kostet der Rauch. Euro? Ich weiß, ich habe 0. Ich habe ganze 0 Kristalle oder so. Hat Spielpilzspur.
Also es sollte Pilzspore haben. Ich weiß schon, also, aber du könntest es auch mit richtigem Geld kaufen. Geht halt schneller. Pilzspore, Zornklinge, Absorber. Ast. Halt, halt, halt. Ich gehe mit Fluffluff jetzt nicht wieder in die Prüfung rein. Es ist schon... Also das System vom Spiel ist nicht sehr abwechslungsreich. Es ist immer Route, Prüfung. Stadt. Route Prüfung Stadt. Route Prüfung Stadt. Route Prüfung Stadt. Und die Routen zur Prüfung sind immer super kurz. Aber was will ich? Pampros. Will ich Dicta? Ja. Dicta entwickelt sich hier ganz normal, oder? So auf 31 oder so. Nicht so schnell. Ich habe in den 2 Wochen Event kostenlos schon 5 gefangen. Und wie lange geht's noch? Es geht immer einen Monat, oder? Ich muss jetzt, ich mach's wirklich jetzt bloß kurz, um mal zu checken. Ich muss auch kein Suicune kriegen. Noch 4 Tage? Das schaffe ich nicht, oder? Ich habe mich nicht geheilt. Findest du Gen 7 bis jetzt ziemlich kacke? Nee, ich dachte, es wird schlimmer. Ich dachte, die Texte sind noch länger. Ich dachte, alles ist noch langwieriger. Aber es ist der, also ich finde es immer, ich finde es das Schlechteste von allen. Main Games, also Gen 1 bis 9, 7 ist das Schlechteste. Aber ich dachte, es ist noch schlechter. Wollen uns einfach Wasser-Pokémon verschlafen? Also wenn man die ganzen 2 Wochen des Events auskostet, dann kann man Pi mal Daumen kostenlos 8 Suicune bekommen. Aber Entei und Raikou 8-mal kostenlos in den 2 Wochen bekommen. Alright. Ich bin falsch gelaufen. Vielleicht installiere ich es auch morgen wieder. Ich habe ja sogar den Pokéball plus Ultra plus plus ergibt minus plus. Ach, selbst wenn Suicune kommt, muss ich auch wieder so richtig krass versuchen, es überhaupt zu überzeugen, dass es bei mir bleibt. Ich glaube, wir kriegen jetzt Ampros. Ich hab selber eins. Ich hab selber ein Pampros. Muss mir deins nicht geben. Ich hab selber eins. Brr. Ich hab bestimmt immer noch Meisterball. Kriegt man nicht am Anfang einen Meisterball-Keks umsonst? Ich sehe schon, es gibt immer noch Leute, die Pokémons lieb spielen. Pampros. Ey, das haben sie smart gemacht, dass Glurak ganz unten ist. Dann kommt man am schnellsten hin. Das sieht süß aus.
Trainer Hoffnung. Was? Was für ein Name? Ich habe Pampros an erster Stelle. Ach, stimmt. Ist jetzt blöd. Ah, du bist Stein. Und was, ne? Ist auch mal am Pferd geritten. Vielleicht als Kind im Zoo mal, bei diesen Dingern, wo man einmal außen rumgeht oder so. Aber ich find Pferde ziemlich hässlich. Bin kein Pferdefan. Ich habe auch gar keine Lust, auf einem Pferd zu reiten. Schlammbombe. Ich bin einmal auf dem Pferd gewesen, was mich nicht mochte, danach nie wieder. Woran merktest du, dass es dich nicht mag? Steigst du drauf? Andi, ich mag dich nicht. Pferd. Du hast einen shiny Knapfel, aber kein Sirapfel. Der Sirapfel war der Deal. Hallo Lady. Oh, Rockheimann. Ich bin ja kein Flug mehr. Ich würde jetzt gern wieder Dampfwalze machen, aber ich darf nicht. Ist Rockheimann Boden oder Stein? Boden, ne? Ich habe erfahren, dass das Pferd noch lebt, das Pferd aus seiner Kindheit. Ja, man nimmt die Attacke immer mein schwächstes Mon, oder warum kommt immer Dick da? Man will Schaufler lernen. Achso, was? Ich will Schaufler machen, okay. Ich habe übrigens wieder einen Dr. Pepper heute gekauft. Ich habe so einen Spaziergang heute gemacht übers Meer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und habe 3 Gigas besiegt. Ich habe sie fertig gemacht. Ich finde es ein bisschen krass, wie leicht Gigas gerade zu besiegen sind. Aber es ist klar, es fängt erst an, das Event. Ich habe wirklich einfach. Nee. Ich habe wirklich einfach mein stärkstes Giga, mein Zwolok, komplett jede Attacke aufgelevelt. Fast perfekte IVs, ist in einer eigenen Arena. Und dachte mir, ja, kacke, nehme ich halt das gerade gefangene Volley. Kein Problem. Also Gigas sind echt krass einfach im Moment zu besiegen. Die sind so leicht. Krass, gell? Aber man muss sagen, die Animation sieht cool aus. Also wie man dann groß wird, die Attacken, wie es da steht, wie man es dann fängt. Das haben sie schon cool gemacht, finde ich. Aber Schwierigkeit ist gerade ein Witz. Wenn man bedenkt, wie schwierig Raids waren von Anfang an eigentlich. Das weiß ich gar nicht mehr. Raids waren von Anfang an relativ schwierig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt alle irgendwie Level 50 sind. Und du darfst halt nicht vergessen, dass Leute,
gibt vielleicht, es gibt aber, glaube ich, nicht viele Leute, die irgendwie neu anfangen und erst Level 10 sind oder so. Wir haben mittlerweile so viele Sorten von Dr. Pepper, dabei sehen die Ausdrucke immer gleich aus. Wie, die Ausdrucke sehen gleich aus? Ich habe mal eins gesehen mit einer schwarzen Kappe anstatt einer roten. Aber alles andere sah gleich aus. Schmeckt es dann anders? Das kann doch nicht sein. Das ist Irreführung des Konsumenten. Sag ich, jetzt habe ich einmal Fluffeluff nicht dabei und es kommt etwas, was ich brauche. Und es ist weiblich. Ich habe es vorausgesagt. Wenn das weiblich ist, wenn die überhaupt nicht schlechter? Alter, ich habe es vorhin herausgesagt. Ich nehme einmal Fluffeluff nicht mit. Es wird ein Pokémon kommen, was ich brauche, und es wird weiblich sein. Ich hab's voraus. Es ist so eine Verarsche. Wow. Du machst Donnerschlag? Georok wollte einfach nur zeigen. Haha, ich bin jetzt Elektro. Krass, oder? Ich bin Stein-Elektro. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich bin Boden, du Idiot. Fehlt Ananas, Dr. Pepper. Ja, finde ich auch. Geht es hier gerade um Pokémon Go? Ja, um das neue Giga-Event. Die Giga-Kämpfe sind viel zu leicht. Ich weiß, sind Düner. Ich sage eigentlich immer Giga. Weil es ist das Giga-Feature, aber es sind ja Düners. Dinas. Ich habe jetzt die Rapfel, was als nächstes? Nochmal, hast du schon Shiny Hydrapfel? Ja? Wie sieht's aus mit Shiny Finneon? Ich hatte meine Probestunde, die Trainerin hat gemeint, dass ich Talent hätte, es war mir jedoch zu teuer. Pferd? Meine Schwester besitzt ein Pferd. Das war ein Traum von ihr, den sie sich vor ein paar Jahren erfüllt hat. Ist aber teuer, so ein Pferd zu besitzen. Jeden Tag musst du hin und es pflegen, den Stall bezahlen und so weiter. Aber ja, so Stunden. Das hätte ich gedacht, aber geht, dass du einmal in der Woche zu so einer Reitstunde gehst, um es einfach zu machen, ohne dass das Pferd dir gehört. Und will das Pferd auch noch jeden Tag essen? Ja, und gekämmt werden oder gebürstet werden? Ich habe irgendwas gelesen von Niantic, dass sie was gefixt haben sollen bei den Raids, weil es zu schwer gewesen sein soll. Bei Raids oder bei Düner-Nestern? Beziehungsweise sie heißen, ich verstehe auch nicht, warum sie nicht Dünernester heißen, sondern Kraftstellen oder so. Warum haben sie nicht den Begriff übernommen aus dem Spiel mit Dünernest? Sie hätten auch richtige Nester draus machen können, aber es sind ja wie Arenen. Vielleicht wollten sie ihr eigenes Ding draus machen. Schwebst du, Pyrigon? Schwebst du? Nein. Marco! Du bist ein Herrscher. Wie heißt es? Meditale. Nee. Also ich möchte kein eigenes Pferd. Ich will einfach mal ausreiten. So richtig rausreiten. Jetzt hat es keine... Was? Warum hat es jetzt keine... Was ist passiert? Warum hat es keine Wirkung auf Porygon? Was ist geschehen? Irgendwas ist geschehen. Mantidea, genau. Ich wusste, dass ein AE drin ist. Oder EA. Der Köttel von Pferden ist anscheinend gut für Pflanzen. Dann hol dir mal ein Pferd in den Garten. Okay, Porygon, du nervst. Du zwingst mich. Du zwingst mich, meine ultimative Waffe zu holen. Freddy, ausbauen.
Ist nicht fast jeder Code gut für Pflanzen? Wahrscheinlich, ja. Ich habe heute die größte Qualle gesehen, die ich jemals gesehen habe. Also immer, wenn man hier am Meer entlang geht und es ist Ebbe, liegen überall Quallen. Und ich weiß übrigens nicht, ich will das mal googeln. Sind die tot? Also wie schnell stirbt eine Qualle, die draußen liegt? Ich weiß, dass sie ziemlich schnell stirbt, wenn die Sonne voll drauf prallt natürlich. Aber wenn die einfach nur da liegt und es ist feucht, der Sand ist noch feucht und so, und keine Ahnung, 4 Stunden später ist das Meer wieder da, dann überleben die doch, oder? So dachte ich immer. Und das Meer ist so weit weg bei der Ebbe, ich kann nicht einfach die Qualle nehmen und dann zum Meer rennen. Jedes Mal die Qualle retten. Ich würde die gerne jedes Mal retten. Aber heute habe ich eine gesehen. Also die hier rumliegen sind so rot-ockerfarben. Sehen ziemlich schön aus. Sind einfach Fladen, die da liegen. Und heute habe ich aber eine weiße gesehen, die ohne Schmarrn. Ich glaube, die war so groß. Ich glaube, die war so ein Durchmesser von einem halben Meter. Und weiß. Komplett weiß, durchsichtig. Da denke ich mir, fuck, Mann, wenn du... Aber die lag so mitten in auch so einem riesigen Haufen von Algen drin und so. Die sind doch feucht, die halten die doch feucht, Mann. Es geht doch nur um Feuchte. Es geht doch nicht darum, dass die... Die müssen ja nicht unter Wasser atmen, glaube ich. Also ich glaube, sie müssen nicht unter Wasser atmen, aber sie bräuchten halt... Die dürfen halt nicht austrocknen, glaube ich. Weil die haben ja keine Kiemen. Aber sie kommen auch nicht unbedingt hoch an die Luft, um zu atmen, glaube ich. Eine Qualle, die hochkommt. Und ich gehe auch nicht an der Qualle vorbei und höre so... Wasser. Ich glaube, denen geht's gut. Die Beine sieht man nicht. Ich glaube, das sind diese Beinlosen. Die Beine siehst du nicht. Es liegt wie so ein Fladen da. Die sind nicht giftig, sonst wären überall Schilder, dass sie giftig sind. Der Strand ist voll mit denen. Katzen kacken Kaffeebohnen aus, nachdem sie damit gefüttert wurden, um den teuersten Kaffee der Welt zu produzieren. Ja. Stell dir vor, ihr reitet romantisch gen Sonnenuntergang, küsst euch und droppt das Reittier einfach einen Pferdeapfel. Ich glaube, das passiert sehr die ganze Zeit. Ist das dein Tinder-Profil Mainliner? Sie möchte kein eigenes Pferd. Einfach mal ausreiten. Oh Mann. Aber dann trotzdem nicht anfassen, denn die können giftig sein. Ich bin mir zu 99% sicher, dass die hier nicht giftig sind. Weil sonst überall Schilder wären, dass die giftig sind. Das ist ein Badestrand hier. Und es sind keine Schilder da. Und ich bin mir sehr sicher, dass es hier in Irland keine giftigen Quallen gibt. Aber ich würde sie sowieso nicht anfassen, weil es ist ein bisschen seltsam. Und ein wildes Tier anfassen, ohne nicht alles zu wissen, ist irgendwie komisch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es okay sein würde. Aber selbst wenn ich sie retten wollen würde, also ich würde sie gern retten, aber ich kann sie nicht nehmen und dann 10 Minuten zum Meer laufen. Das ist echt, wenn hier Ebbe ist, dann ist es 500, nee, nicht 500 Meter. Aber locker so 200, 300 Meter, bis das Meer losgeht. Ich kann mit einer Gießkanne rumgehen und einfach zu jeder Qualle hingehen und sie gießen. Ich will das mal googeln. Wie schnell stirbt eine Qualle am Strand? An der Ostsee gibt es auch Feuerquallen. Die sind aber nicht die ganze Zeit da, denn die Farbe, die du beschreibst, klingt gleich. Es ist keine Feuerqualle. Nein, nein gegen dich. Bist du nicht Geist? Ist ein Geist. Du hast als Kind mal eine Feuerqualle angefasst. Ist es nicht so wie Brennnessel? Solange du oben drauf fasst, passiert nichts. Unten ist das Problem. War nicht so geil, die Feuerqualle. Hast du dich dann selber angepieselt? Das ist ja, glaube ich, ein Mythos. Anscheinend bringt das gar nichts.
handsome aus. Dieser dumme Deckel. Was ist das für ein Schild? Antags bitte anschnallen. Ich habe mich nicht angepisst, war mit Schreien und Jammern beschäftigt. Also hast du dich angepisst. Nur vor Angst. Keine Ahnung, wie schlimm das ist, aber ja, ich glaube, man weiß, es ist bekannt, dass das sehr, sehr scheiße sich anfühlt. Und was machst du dann einfach? Warten. Okay, das ist so schlecht. Ich wusste, dass Rasierblatt schlecht sein wird, aber nicht so schlecht. Gehe ja schon. Meine Güte. Moment mal, das ist gar kein Trainerkampf. Tschüss. Oh, hallo, Mr. Eich. Wir laufen uns ständig über den Weg. Regionalformen, Mantak-Surfen, Stress wie weggeschwimmt, doch was weiß ich schon, eins fingst mich gewaltig. Ach, eins fuchst mich gewaltig? Oh mein Gott, er macht genauso dumme Witze wie ich. Dass ich einfach nicht den Rekord dieses fein angezogenen Mantak-Surfers brechen kann. Sind hier die Rekorde für... Okay, sind hier die Rekorde für das Surfer-Pikachu? Das will ich auf jeden Fall. Ich meine, ich habe einen Surfer Pikachu wegen Ding. Kamezin und Popo. Aber das hier ist schon cooler. Und man kann, also soweit ich weiß, irgendjemand hat vorgestern wieder gemeint, es geht nicht. Aber ich habe gestern nochmal nachgeforscht. Man kann nur Gen 3 bis 5 VMs nicht übertragen. Ab Gen 5 hochwärts. Oder spätestens ab Gen 6 geht das mit den VMs übertragen auf Bank und auf Home. Das heißt, es sollte Surfer behalten dürfen. Und wenn nicht, kannst du es trotzdem einfach reintun in Kamsi und Popo zum Beispiel und Surfer wieder beibringen. Fühlt sich zwar dann nicht richtig an, aber es geht. Moment, ist der gar nicht von Team Skull? Weil er hat nicht exakt die gleichen Klamotten an. Ah ne, hier steht, ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg. Ja, wir sollen Cosmog beschützen, denn Cosmog ist sehr wertvoll. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Leute, Cosmog ist... Ich weiß selber nicht, was mit Cosmog passiert, aber... Das ist wichtig. Ich glaube, wir haben einfach allgemein ein Problem mit Rivalen, die zu positiv sind. Jemand, der so positiv ist wie Tali, kann einfach nur nervig sein. Das ist cool, das finde ich ist wirklich cool gemacht, dass die Augen, die Blickrichtung ist wirklich die quasi das triggert. Also sie hat gerade nach unten geguckt und da kann man an ihr vorbeigehen. Das haben sie cool gemacht. Und in Gen 8 ist das zwar auch so mit dem genauen Blick, aber da machen sie nichts Besonderes. Das Einzige, was besonders ist, dass sie rechts und nach so hin und her schauen die ganze Zeit. Aber sowas wie sich strecken oder sowas machen die nie in Gen 8. Also da muss ich Props aussprechen. War Unlicht gut gegen Psycho oder umgekehrt? Nee, Psycho kann man nicht einsetzen gegen Unlicht. Oder andersrum. Ich glaube, Tiefschlag geht. Warum mache ich nicht Schattenfessel? Okay, doch, genau. Tiefschlag ist gut gegen Psycho. Psycho ist wirkt nicht. Okay. Ich google das jetzt mit einer Qualle. Ich vergesse das immer. Aber wenn ich jetzt weiß, dass sie zu 100% tot sind nach 10 Minuten, dann bin ich jedes Mal traurig jetzt. Wie lange überlebt Qualle gestrandet? Können Quallen außerhalb des Wassers überleben?
Warum stranden Quallen? Naja, die können nicht viel machen dagegen. Wie hilft man am besten einer gestrandeten Qualle? Bei uns war das mal so, wir haben dann ein Handtuch genommen und die Qualle, das will ich nicht wissen. Ich will nichts von deinen Handtüchern wissen. Sind Quallen wirklich Fische? Ich glaube nicht. Trotz ihres Namens sind es keine Fische. Was heißt hier trotz ihres Namens? Ich habe niemals bei dem Wort Qualle an Fische gedacht. Was? Sie sind wirbellose Tiere. Das bedeutet, dass sie kein Rückgrat haben. Hier, randomgalaxy.com disst voll die Quallen. Abenteuer außerhalb des Wassers. Können Quallen außerhalb des Wassers überleben? Nun, die Antwort ist etwas kompliziert. Obwohl Quallen in erster Linie Meerestiere sind, haben einige Arten einzigartige Anpassungen entwickelt, die es ihnen ermöglichen, unter verschiedenen Bedingungen zu überleben. Die Kunst des Stechens. Nee, an Land. Obwohl Quallen nicht dafür geschaffen sind, an Land zu überleben, wurden sie schon an Stränden gestrandet gefunden. Ach, diese Quallen befinden sich oft an einem... Auch Wale werden gefunden an Strand. Das heißt nicht, dass sie es wollen. Diese Quallen befinden sich oft in einem Ruhezustand, dem sogenannten Polypenstadium. Während dieser Zeit können sie für kurze Zeit außerhalb des Wassers überleben. Definiere kurz. Aber ihre Chancen auf ein langfristiges Überleben sind gering. Oh nein. Fazit. Das war's? Danke. Wie lange können Quallen außerhalb des Wassers überleben? Wie lange geht das gut? Doch wie lange kann einer... Ja, tun sich allein... Hörst du mal... es gibt keine konkrete Antwort. Oh nein. Durchaus eine Weile. So wird vage vermutet, an sonnigen Tagen nicht länger als 3 bis 4 Stunden. Es ist voll lang. Ein Biologe hat angeblich eine Qualle dem Test unterzogen und gibt an, dass sie nach 48 Minuten aufhörte zu pulsieren. Warum sagt ihr dann 3 bis 4 Stunden und dann sagt einer, also meines nach 48 Minuten nicht mehr pulsiert? Findet man eine angeschwemmte Qualle am Strand, so könne man davon ausgehen, dass diese probably dead. Was sind das für Artikel? Einfach probably dead. Woran erkennt man, ob eine Qualle noch lebt? Auch hier gibt es keine eindeutige Antwort. Leute, wir haben Quallen nicht erforscht. Vermutet wird, dass eine lebendige Qualle noch immer pulsiert. Ah. Warum werden sie an den Schwanz geschwemmt? Quallen können durchaus aktiv gegen die Strömung schwimmen. Okay, dann sind sie einfach dumm. Okay. Danke für nichts. Disco-Quallen. Ja, die pulsieren. Okay, dann gucke ich jetzt jedes Mal die Qualle näher an. Und wenn sie noch pulsiert, dann packe ich sie und renne ins Meer. Aber die ich angeguckt habe, ich habe heute ein Video von einer gemacht. Was ich euch zeigen will, wenn ich mal meine... Wohnungstour mache. Aber ich gucke die immer an und da bewegt sich gar nichts mehr. Ich dachte doch nicht, dass Quallen sich groß bewegen, wenn sie gestrandet sind. Was ist das denn hier für ein Fleckmann-Paradies? Wer auch immer diesen Brief liest, ich habe eine Bitte an dich. Auf Ula Ula, einer Insel der Alola-Region, gibt es einen Trainer namens Kasim. Er hält sich wahrscheinlich von Kap von Malia auf. Möchte ich darum bitten, gegen ihn zu kämpfen. Okay. Das ist meine Wohnung. Guck mal hier, eine tote Qualle. Die sind nicht tot. Wir machen keinen Snuff-Film. Voll der Snuff-Film. Nee, aber auch so zeigen, wie es draußen ist. Nicht, die liegt nicht in meiner Wohnung. So nah bin ich auch nicht am Meer, auch wenn ich am Strand wohne. Die Quallen strömen nicht in mein Wohnzimmer. Hallo Pikachu, Ayu. Bin gerade am Gen 2 Origin Dex, hab Tornupto gebrütet.
für Vollriegeleier sind im zweiten Ei war einfach ein Shiny Vollriegel. Und in den Pikachu-Eiern von meinem Freund waren einfach zwei Shiny Pichu. Reden wir von Gen 2 oder HGSS Gen 4? Das klingt extrem krass unwahrscheinlich, dass du in Gen 2 mal eben so einfach ein Shiny bekommst aus einem Ei. Aber gut, genau genommen in HGSS ist es auch 1 zu 8000. Aber da musst du wenigstens nicht 15 Minuten lang brüten. Belore, sie ist ganz alleine. Soll ich die Polizei rufen? Kannst doch deinen Hund nicht alleine lassen. So sieht traurig aus. Polizei. Gen 2 Pokémon Kristall. Respekt. Nice. Are you? Es gab in Gold so einen Brütglitch, ja. Aber ich schätze jetzt mal, dass wenn du zwei Vollriegeleier machst, dass du jetzt nicht den großen Brütglitch angewandt hast. Oder hast du das Vollriegel mit einem... Ich meine, selbst wenn, du kannst Vollriegel nicht mit einem Gyarados brüten. Du müsstest einen großen Umweg gehen. Okay. So, wir sind gleich da, glaube ich. Meine Pokémon sind am Ende. Da ist die Dick-Tri-Party. Dick. Was ist... Achso, die hockt. Ich dachte, es wäre ein Kind. Aber von Weitem... Von Weitem, Augen zugekniffen, sieht es aus wie ein Kind, was Team Skull angehört. War dieses eine Cap Pikachu nicht auch bei solchen Trailern hier? Bin ich nah an Cap Pikachu dran? Okay, ist hier die Prüfung? Nee, ist nicht die Prüfung. Komm ich hier durch? Nein. He-Man, yes. Mit Shiny Ditto wäre die Chance doch 1 zu 64, oder nicht? Ja. Aber Ayu hat einfach nur zwei Eier gemacht. Weil sie wollte einfach nur zwei Vollriegel. Verpaart mit selbstgefangenem Ditto. Also hast du es mit einem normalen Ditto gepaart und keinem Shiny Ditto. Ja, du hast einfach krankes Glück gehabt. Auf dieses Vollriegel kannst du unfassbar stolz sein, denn es ist unfassbar selten. Hallo Lurky. Oh, coolen. Alola. Halola. Warum sagt sie es falsch? Lurky, du bist ein weibliches Nidoran. Die erforschen hier die Stelle. Hier sind Z-Attanken entstanden. Hier wurde Necrozma, was? Von Gier getrieben. Das Resultat war katastrophal. Necrozma wurde verletzt und verlor einen Teil seines Körpers. Es geriet darüber so sehr in Rage, dass es begann, alles Licht zu rauben, das es fand. Noch herrscht in unserer Welt Frieden, denn seine Lumineszenz Necrozma wurde in den Metropo Tower gesperrt. Doch es ist völlig ausgezehrt und giert nach Licht. Der Metropo Tower wird Necrozma nicht mehr lange standhalten können. Das droppt ihr einfach jetzt so auf zwei kleine Kinder, dass die Welt bald untergeht, weil ein riesiges, böses Pokémon erwachen wird? Das ist wie, wenn man lernt, dass es den Yellowstone Park gibt und er jederzeit explodieren könnte und alle tot sind. Happy, du bist ein Phantoros. Park kann explodieren. Nee, Yellowstone Park, ja. Wenn. Anscheinend ist seit wie vielen Jahren? Seit 100 Jahren. Es fällig, dass der fette Geysir, also diese riesige Gas.
Vorkommenstelle darunter explodiert. Und wenn das passiert, hast du so eine so große Aschewolke, dass die Welt in eine Eiszeit gerät. Aber genauso gut kann uns auch einfach ein riesiger, wie heißen die Dinger? Solarstrahl? Nicht Solarstrahl, Hyperstrahl. Der riesige Hyperstrahl aus dem Weltall treffen. Ja, es gibt auch diese Photonenstrahlen. Nee, wie heißen die? Quasi so Death Rays aus dem Internet. Todesstern, so ungefähr. Nur ohne Todesstern. Deoxys? Ja. Ich habe 17 TMs gesammelt. Wasserweg. Jetzt noch ein Ätherhaus. Draco-Meteor. Das ist also das Ätherhaus. Und es wird von Kindern geleitet. Also wenn wir 11 sind, dann sind die 3. Großer. Ja, ich bin ganz großer. Lola? Ist hier die Prüfung? Ich dachte, die ist nebenan. Dann gehe ich wieder. Ich bin auch nicht bereit. Ah! Ich komme nicht weg von Story. Wir wollen ihre Handtasche klauen. Das ist ein Gymbag. Handtasche ist ein bisschen übertrieben, oder? Ich glaube, ich muss mir das Spiel mal auf Englisch anschauen. Die müssen coolere Dialoge haben auf Englisch. Oder Japanisch? Ich liebe die Finger von Traumato, ich liebe sie so sehr. Ich habe keinen Fußfetisch, ich habe Traumato-Fingerfetisch. Aber in Stadium sehen sie am besten aus. Hier machen sie einfach nur In Stadium macht er so die perfekte Bewegung, sodass es aussieht wie eine Welle. Bester Klavierspieler. Es war einfach nur die. Okay, das war peinlich. Nicht mal ein Hypno, ein Traumato. Luxusball, so schön. Die Lilly, ey, 10 Meter gelaufen. Und schon erschöpft. Okay, also die Prüfung ist doch da drüben.
haben wir hier? Irgendwelche coolen neuen Pokémon. Komm, irgendwas Neues muss ich doch heute fangen. Ich habe zwar Qualelu, aber da geht noch was. Wie ein... Tatsächlich brauche ich das noch. Das ist ein Weibchen. Sehr gut. Überlebst du? Komm, du überlebst einen Stampfer. Ich lieb's, dass die Arme von ihm hinten sind. Ich lieb's selber so zu stehen, auch wenn es so eine typische Alt-Männer-Pose ist. Es gibt nichts Besseres, als mit den Armen verstrengt hinterm Rücken dazustehen. Und zu laufen und nach vorne gebückt. Großartig. Stop the count. 2. Alles klar, Mr. Burns, stimmt. Ist nicht Mr. Burns, aber eher der den hier macht. Ausgezeichnet. Hallo? Ach, die Geduld. Nein, nein, nicht Stampfer. Oh mein Gott. Okay. Nein. Siehst Donald Trump. Ich sehe Manguspector für das, was es ist. Aber wenn er steht, hat er die Arme, glaube ich, hinterm Rücken. Der Burns, ja, ja. Aber er ist bekannt für das hier. Nein, ich hab schon geklickt, das zählt. Geil, Superzahn hat keine Wirkung auf mich. I love it. Was ist der? Ist das neue Leggy? Mhm. Klick. So. Gibt's hier auch dein Baby? Wolverine versucht Grimasse zu lernen. Passt schon. Nein, danke. Ich habe einen Mangunia, aber das ist komischerweise weiblich. Ich weiß nicht, warum ich das gefangen hatte. Also ich brauche noch einen Mangunia. Ich habe das Gefühl, jetzt ist die richtige Zeit, Werbung zu machen für meinen neuesten Kanal, den schon 40 Leute abonniert haben. Danke dafür. Ich habe nur einmal kurz auf Discord gesagt, dass ich den Kanal habe. Schon haben ihn 40 Leute abonniert. Danke dafür. Mein neuer Kanal. Leos meint 2. Zuerst hatte ich so viele andere Namen und dachte ich mir, komm, mach ich es einfach. Leos meint 2. Und dann die ganzen, die nicht aus Bayern oder keine Ahnung. Wo sagt man überall 2? Sagt man überall 2 eigentlich? Jeder versteht doch 2. Aber wenn man es liest, vielleicht nicht. Für dieses volles Mysterium. Was passiert da? Nur Spannung. Nur pure Spannung. Was ich da mache, ich lade da Let's Plays hoch. Das, was ich früher immer gesagt habe, niemand machen sollte, weil es keiner will, weil es keiner braucht. Aber es gibt einfach Spiele, die ich unbedingt spielen will und mir keine Zeit nehme für diese Spiele. Also mache ich einen Kanal draus, wo ich einfach
eine Stunde, zwei, drei Stunden einfach ein Spiel spiele. Interessante Spiele. Zurzeit spiele ich Linda Cube, ein PlayStation 1 Spiel. Ich finde es super interessant und faszinierend. Und ich lade da ohne Cam, nur meine Stimme. Ich bin offen für Beauty Tutorials. Nein. Es ist soweit. Die Haarpracht. Wer gibt dem einen Digdri eigentlich den Schnitt? Irgendjemand muss der ja. Es kommt da so ein Sichlor oder so ein Sherox. Oh, haben die. Stimmt ja, Lola-Form haben eine eigene Musik. Das ist cool. Let's Play 100% Runs, Trophy Hunt oder einfach nach Laune? Der Sinn von dem Kanal ist, dass ich immer gesagt kriege, dass meine Stimme so beruhigend ist und dass viele meine Streams und meine Videos benutzen, um dazu einzuschlafen. Also das ist der Sinn von dem Kanal, dass ich selber zock die Spiele, die ich halt Bock drauf habe. Und Leute können das sich anschauen, wenn sie Bock haben, zu entspannen, einzuschlafen. Weil ich rede da extrem monoton und so, dass man halt davon nicht gestört wird. Was ist denn das für ein PS1-Spiel? Erzähl doch mal bitte. Es klingt fast so, als hätte ich dir Geld gegeben, dass du triggerst, dass ich Werbung mache. Linda Cube ist ein PlayStation 1-Spiel aus dem Jahre 1995, das 1997 geremaked wurde mit Linda Cube Again. Es ist tatsächlich ein Pokémon-eskes Spiel, weil es geht darum, Monster zu fangen. Hast du von deinem Rotom schon die Kräfte eingesammelt? Was ist Rotom? Nee, blinken deswegen seine Augen. Und zwar ist die Story von Linda, die du sofort erfährst, wenn du die ersten 2-3 Minuten von meinem Video anschaust. Die Story ist, dass auf einem fernen Planeten, also ist egal, es ist ein riesiger Komet stürzt auf den Planeten, auf dem du lebst und wird den ganzen Planeten auslöschen. In 8 Jahren. Und zur Hilfe hat Gott eine Arche geschickt. Also eine riesige Arche steht auf unserem Planeten und eine Tafel, auf der draufsteht, was man machen muss. Und zwar musst du von jeder Spezies, wer hätte es gedacht, Männchen und Weibchen sammeln. Es gibt 100 Spezien plus einen Menschen und eine Frau. Du bist der eine Mann, ein Mensch und eine Frau. Ein Mann und eine Frau. Du bist der eine Mann und deine Geliebte aus der Vergangenheit, also deine Kindheit, dein Kindheitsschwarm ist deine... ist die Frau, die mit soll, und ihr beide seid damit beauftragt, 100 Tiere, beziehungsweise es gibt 3 verschiedene Spieldurchgänge, 30, 50 und 100. Ich mach 30. Halt alle Tiere zu fangen und auf die Arche zu bringen, bevor die 8 Jahre vorbei sind. Das heißt, zum einen hast du einen Pokémon-Faktor, dass du halt, du findest halt diese Tiere und musst sie dann fangen. Du kannst nicht mit ihnen kämpfen, so wie hier. Wobei, du kannst mit ihnen kämpfen. Mit ein paar Tieren kannst du kämpfen. Hunde kannst du zum Beispiel bekehren, dass sie für dich kämpfen. Aber es ist sehr altes Gameplay. Die Grafik ist natürlich ultra alt. Aber das Spiel ist ein Anime-Spiel. Was bedeutet, dass jedes Mal, wenn eine Cutscene kommt, kommt eine richtig relativ gut gezeichnete Anime-Sequenz. Und das Besondere ist halt, weswegen es so einen krassen Ruf hat. Also es ist nur in Japan erschienen, hat aber jetzt ein
englischen Fan-Translation bekommen. Also man kann es auf Englisch jetzt spielen. Auf meinem Kanal übersetze ich die ganze Zeit auf Deutsch, was passiert. Und dann, es ist halt ziemlich brutal. Es ist ziemlich so, wie man es halt kennt, voller Fanservice, sexy, anstößlich und aber auch brutal, weil du natürlich Tiere folterst oder halt... Es ist ziemlich erwachsen und eine typische verquerte Anime-Story, wo man nichts checkt. Ich check gar nichts gerade, aber das ist ja so Absicht. Das Kampfsystem, wie man Tiere fängt, ist ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Aber mir macht Spaß. Du kannst krass grinden in dem Spiel. Aber es ist eben nicht nur wie Pokémon, sondern auch wie sowas wie Majora's Mask. Weil tatsächlich diese 8 Jahre, die du Zeit hast, bevor der Meteor abstürzt, die Zeit vergeht. Immer wenn du rausgehst, um Tiere zu fangen, vergeht Zeit. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie schnell Zeit vergeht. Aber da steht dann auf einmal, es sind 3 Monate vergangen. Also es vergeht immer eine komplette Jahreszeit. Und manche Tiere kannst du nur im Winter fangen, manche Tiere kannst du nur im Frühling fangen und so weiter. Ich bin mit PS1 nicht aufgewachsen, sondern mit N64. Aber als ich einfach ein Video darüber gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das klingt so interessant, ich will das spielen. Hallo Noah, Night Raven. Das Rotem schenkt dir jeden Tag einmal eine S-Kraft. Okay, ich habe noch gar nicht gelernt, was S-Kräfte sind, aber ich schätze mal, das ist sowas wie die Kräfte aus Schwarz und Weiß. O-Kräfte? O-Kräfte hießen die, glaube ich, in XY. Klingt cool. Es klingt auch sehr cool, aber das Gameplay an sich ist wirklich sehr hässliche Grafik. Also Retro heißt nicht gleich hässlich, aber das ist tatsächlich hässlich. Also es ist keine schöne Retro-Grafik. Aber die Anime-Sequenzen sind echt schön gezeichnet oder halt detailliert krass gezeichnet. Also typisch 90er Anime-Style. Keine riesigen Augen, aber dieser Akira-Zeichenstil. Finde ich, ist das. Was ist das? Das ist ein Drache. Was habe ich gegen Drache? Nix. Mann. Doch nur Drache, oder? Oh mein Gott! Ich stell mich schon wieder gegen den. Der ist echt jedes Mal. Der hat echt krasse Pokémon jedes Mal. Und darum geht's. Leo, bin enttäuscht, keine Quallen im Bylord-Video. Irgendwo da hinten am Horizont sind bestimmt welche. Und nachdem ich Linda gespielt habe auf dem Kanal, will ich entweder Season spielen, ist aber ein neues Spiel, aber es sieht super gechillt aus und wollte ich schon immer mal spielen. Beziehungsweise Hunger and Fear, falls das schon mal jemand gesehen hat. Ist schon länger und als es rauskam, war es echt gehypt. Das ist auch so ein rundenbasiertes RPG-Style-Spiel, nur dass die Story ist ein Horrorspiel. Aber nicht Horror im Sinne von, oh, erschreck dich, haha. So,
sondern sowas von eklig und creepy. Fear and Hunger ist auf Steam. 10 Euro oder sowas. Und das ist so abgefuckt. Aber es kann sein, dass es mir zu... Es ist sehr schwer, soll sehr schwer sein. Dass es mir zu schwer ist. Level 40. Noah Knight Raven, du bist ein Schluckwech. Schluckwech. Knarksel, hm? Da war doch eine Qualle im schwarzen Shirt. Ich werde nur gebodyshamed. Mit dem Dunkelklaue ist Geist. Warum kannst du eine Geisterattacke? Nur weil du Clown hast? Nur weil du Knarksel heißt? Oh, krass. Die Attacke ist so stark. Geil. Darf ich nochmal? Nein. Marco, sei doch nicht so garstig. Garstig. Das heißt, nächstes Mal hat er Knackrack und Brutalander. Geil, dass Drachenwut gegen den Drachen nicht stärker ist. Aber passt. Hallo, Leferheld. Retro-Spiele sind schon toll, man muss sich halt auf die alte Optik einlassen. Aber Spiele in... Oh, der hat noch eins. Oh, shit. Aber alte Spiele in Pixeloptik können so gut sein. Siehe Final Fantasy VI oder Chrono Trigger. Generell ist der Super Nintendo eine meiner Lieblingskonsolen. PlayStation war auch einfach toll, muss nur korrigieren. Hat eine PS2, habe aber viele PS1-Spiele drauf gezockt. Ah. PS2 hatte ich dann später wegen Final Fantasy X. Aber ich sag nicht, dass, also das will ich nochmal sagen, nicht, dass man das denkt, weil ich habe überhaupt nichts gegen alte Grafik. Ich liebe alte Grafik. Ich spiele gerade Final Fantasy VI auf der PS5, die Pixel-Edition da. Sie haben sie ja nochmal wunderschön gemacht. Aber du kannst gucken nach Screenshots von Linda Cube. Es ist wirklich, da saß jemand, der nicht zeichnen kann. Beziehungsweise da saß jemand, der nicht, also es ist einfach objektiv hässlich, leider. Aber dann, wenn du die Anime-Sequenzen siehst oder die tatsächlichen Artworks, dann ist es geil. Aber die tatsächliche Spielgrafik, in der man sich bewegt, da hat sich, das haben Leute gemacht, die keinen Geschmack haben. Was mache ich denn gegen dich? Wie einfach Amphira brennt bei jeder Attacke. Ist das Shiny eine andere Farbe? Also die Flammen? Nee, weil es bleibt ja rot. Nur, dass es weiß wird. Und ich kann es noch schaffen. Es hat komischerweise keine Wasserattacke gemacht. Hast du noch keine Wasserattacke? Warum darfst du zuerst? Ich bin ein Pferd, Mann. Pferde sind schnell. Oh, du bist eine Schnecke. Du darfst buchstäblich nicht schwer, nicht schnell sein. Ich bin ein Wolf. Ich bin schneller als eine Schnecke. Digdri kann ich jetzt abgeben gehen, das will ich nicht. Und dann gehen wir jetzt zur Prüfung. Wahlglas? Was ist das nochmal? Okay, ich rede mal kurz mit meinem Rotom. Was ist los? Gamba? In die Gamba eingebaut? Hier. Was? Gratuliere, du hast eine ganz fantastische Kraft gewonnen. Schutzbon. Das ist so wie Schutz, einfach. Okay. Irgendwann hätte ich ihn angeklickt. Dann hätte mir gedacht, oh wow,
Das heißt, ich habe schon dreimal was verpasst. Aber der hat nicht jedes... Der hat es heute zum ersten Mal geblinkt. Der hat nicht. Ja, ich glaube, Pampros ist ja auch diese Art von Pferd, die nicht wirklich bekannt sind für schnelles Laufen. Sind diese riesigen Highland Horses oder so, soll Pampros, glaube ich, sein. Also, ich glaube, die sind immer noch schneller als eine Schnecke. Soll ich jetzt Parasek ins Team tun, damit es stärker wird? Ich will eigentlich keinen Käfer im Team. Nee. Fähigkeit Sporen wird. Ist das eigentlich gut? Dann tun wir Trompack. Wann entwickelt sich eigentlich Trompack? Das muss sich doch um die 30 rum entwickeln. Spätestens 36. Tun wir dich ins Team. Boden, Geist, Feuer, Käfer, Stein, Flug. Der blinkt schon ewig, aber nicht gestern. Gestern hat er nicht geblinkt. Wie kalt? Auch gestern schon? Nein. Gibt keinen Beweis dafür. Verlinkt er meinen eigenen Bot. Schwein. Immer diese Fact-Checker. Okay, hier ist doch nicht. Wie geht's woanders hin? Spitzenliga? Ist das das, wovon Kikui geredet hat? Okay, aber das sieht doch so aus wie der Schrein. Nein? Aber sie ist nach hier gerannt. Was ist der denn dann? Ach, da wo die steht? Darf ich da jetzt rein? Darf ich übrigens hier rein? Kurz in Häuser einbrechen. Böser Mann. Ich will Ärger. Oh, er schenkt mir was dafür. Verhöhner. Aha. Ich habe nicht geblufft. Aber er. Lass mich durch. Wo ist die Stelle? Die ist zurückgelaufen. Es kann nicht sein, dass ich weiter hätte müssen, weil die ist zurückgelaufen. Aber vielleicht ist auch... es ist ihre Prüfung. Okay, ich gucke auf die Karte. Los, folgen wir Captain Loda zu ihrer Prüfungsstätte. Ja. Ist die hier unten? Nee, da war nichts. Da oben? Vielleicht ist sie da oben. Glühberg. Okay, war Glühberg nicht echt der Berg, wo ich Duranion entwickeln kann? Es ist bald soweit. Duranion, Duracell. Donarion, so. Warum eigentlich? Warum Donarion? Und was hat die? Die hat wahrscheinlich Boden oder Stein. Muss doch sein. Stein hatten wir schon, also hat sie Boden. Dafür, dass man EP-Teiler hat, ist man echt ständig nicht unbedingt überlevelt. Nicht jetzt unterlevelt, aber auch jetzt nicht überlevelt. Rambos. Ist das
Stahl. Anwender rammt das Ziel mit massivem Körper. Je schwerer er im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Ja, ich mag sowas nicht. Gib mir doch eine Nummer. Schadensnummer. Stahl wäre nicht schlecht zu haben, aber Dampfwalze macht auf das ganze Feld. Aber Stampfer will ich eigentlich nicht einsetzen. Stampfer macht nur 65. Komm, wir nehmen Rambus. Wenn da so ein Hauptspross kommt, dann ramme ich es weg. Blacktech. Krieg ich hin. Los, stärk die Pferde. Vierer wird zu stark. Okay, meine anderen Pokémon sind alle weit über 30. Na gut, vielleicht bin ich überlevelt. Oh, gerade habe ich mich gefragt. 29, Tauboss 36. Die anderen weiß ich tatsächlich nicht. Aber Tauboss 36 oder 32? Tauboss 32 und er hier. 28. Nice. Pokémon ist so cool. So ein cooles Pokémon. Es ist auf der Müsli-Packung drauf. Mir fehlt immer noch ein Pepek. Ich meine, vielleicht behalte ich Tukanon im Team, einfach weil es Stabelkanone. Einfach weil ich jetzt keinen Flug mehr habe. 100, 100. Das ist eine 2-Runden-Attacke. Es erhitzt zuerst seinen Schnabel und greift dann an. Also es sieht, also das hört sich an wie eine 2-Runden-Attacke, aber ich habe noch nie von der Attacke gehört. Dann... Das coolste Pokémon in deinem Team, das hier. Aber es gibt schon noch coolere in dem Spiel, wie Mimikyu zum Beispiel. Erdwärmekraftwerk. Die Mimikyu finde ich nicht so cool. Hallo? Es ist ein kleines creepy Tier, das sich wie Pikachu verkleidet, weil es keine Freunde hat. Gibt es eine coolere Hintergrundgeschichte zu einem Pokémon? Und wenn du jemals unter sein Kleidchen guckst, stirbst du sofort? Wir haben alle keine Freunde, aber verkleiden uns nicht. Kannst du mal mitfühlen? Was? Nein, nicht. Was? Oh. Was? Süß. Ja, das gefällt jedem, einfach angestarrt zu werden. Da war ein Sticker. Oh. Tatsächlich nicht gesehen. Krieg ich irgendwas von dem? Stromisierer. Lightman. Botogel. Du bist Botogel. Okay. Da. Hier hängt so viel an den Wänden, ich hab's nicht gesehen. Wie wär's, wenn wir im Alola Fotoclub ein Erinnerungsfoto machen würden? Schlechte Idee. Hä? Also muss ich doch nicht healen?
sollte auch auf der Karte sehen können, wo ich lang muss. Botogel erinnert mich immer an Jockey von den Schlümpfen. Ich weiß nicht mehr wie. Ich habe Schlümpfe echt sau viel geguckt als Kind. Ich erinnere mich aber null an welche Namen wie aussehen. Laubfuchs, du bist ein Aranestro. Ja, dann gucke ich halt auf die Karte, Mensch. Wo ist denn das? Ist ja ganz woanders. Warum ist denn das ganz woanders? Warum bin ich denn den ganzen Weg hierher gegangen? Echt, dieser Schlumpf hat auch immer Geschenke verteilt, die explodieren. Das klingt ein bisschen krass. Okay, schauen wir mal. Das, also, das ganze Terrain. Terrain schreit. Und hier war ich ja. Ich bin nur nicht hier runtergegangen. Boah, ich Trottel. Jetzt geht echt noch weiter. Du wolltest nicht spoilern. Solltest du ja auch nicht. Ist alles gut. Wundert mich, dass ich den Weg nicht gesehen hatte. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Schlümpfe waren auch krass. Knallhart. Stahl nicht effektiv. Wegen Stein. Stahl sollte doch gegen Stein effektiv sein. Hä? Warum ist denn Stahl nicht so effektiv? Wegen Wasser? Garados, Garados, dann, 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 Akku. Durch meine Ex und ihr Kind musste ich oft den Schlumpffilm sehen mit dem How I Met Your Mother Schauspieler. Neil Patrick Harris war, glaube ich, dabei, ja. Ah nee, war das nicht Jason Segel bei den Schlümpfen? Nee, das muss Neil Patrick Harris gewesen sein. Als das nicht, also bitte. Als das nicht killt, also bitte. Bitte was? Vierfacher Schaden. Ich hab Stab auf Elektro. Garados stirbt nicht. Patrick Harris. Jason Segel war ein Muppet-Film. Eben, weil Jason Segel macht schon auch so Kinderfilme. Aber Jason Segel hat auch echt ein paar geile, so abgefuckte Filme. Es gibt einen auf Netflix mit Matt Damon auch, wo er ein Haus ausrauben will und dann sind da aber zwei und dann hält er die, kidnappt er die. Oder ich weiß, was er sonst tun soll. Der ist irgendwie lustig, aber auch abgefuckt. Der ist ganz geil eigentlich. Dann gibt es einen richtig coolen Film. Ach Gott, wie heißt der nochmal? Jason Segel, wo... Okay, Lavita wiegt ziemlich viel, ne? Wo... Also die Story finde ich so geil von dem Film. Nicht er ist der Professor, aber ein Professor in dem Film. Also es geht darum, dass...
Es wird herausgefunden, dass ein Leben nach dem Tod existiert. Und es findet ein Wissenschaftler faktisch heraus. Naja, die Konsequenz ist dann offensichtlich, was dann passiert. Und es geht halt darum, Jason Segel ist halt einer in dieser Welt und ich weiß gar nicht mehr, was Jason Segels Aufgabe groß ist. War der Professor sein Vater? Weiß nicht mehr. Aber der Film ist, also ich finde diese Story ist eigentlich, es klang einfach geil. Der Film an sich war dann auch gut, aber es hat mich einfach interessiert wegen diesem Story-Fakt. So, jemand findet raus, dass ein Leben nach dem Tod existiert. Okay, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgefuckt, aber wir gehen trotzdem da jetzt mal rein. Zu der Thematik gibt es mehrere Filme, echt? Das ist das erste Mal, dass ich... Also klar, dass es so Filme über Religion gibt, ist klar, aber dass jemand tatsächlich faktisch wissenschaftlich herausfindet. Meist eben mit dem Plot, dass sie sich wiederbeleben lassen. Okay, was du meinst, ist, was du meinst, Flatliners, das ist ja wieder was anderes. Flatliner sind die, die sich umbringen, um diesen Kick zu kriegen und dann sich wiederbeleben. Flatliner ist eine Art Horrorfilm. Da gibt es ein Original mit, ich glaube sogar Julia Roberts und dann ein Remake. Ein Remake mit Elliot Page und so. Es war, ist nicht super schlecht, der Film, aber... Okay, ich glaube, es geht hier um Geister. Mimikyu! Wo bist du? Soll ich jetzt da? Gruselig. Gen 8 wird richtig einfach, was sagst du? Gen 8 wird schwieriger als Gen 7, glaube ich. Weil Gen 8 hat genau genommen 63 Pokusans, die ich entwickeln muss. Wenn ich es mir schwer mache, werde ich die in dem Spiel entwickeln. Wenn ich es mir leicht mache, nicht. Findest du Gen 7 schwerer als Gen 8? Okay. Düdü. So, du hast Schwebe. Okay. Warte, aber du wiegst nichts, Rambos. Du bist Gas. Oh mein Gott. Hü. Guck schon, 40. Wo ist der Fels? Oh mein Gott, da ist ein Pikachu. Was wird wohl der Herrscher sein? Schreit sogar der Einkaufswagen. Im Sinne von schlechtes Bild, Junge. Versuch's nochmal. Aha. Hast du auch Schwebe? Du darfst auch nichts wirken. Oder wiegt die Zunge extra viel? Coinsant Mart, du bist ein Hornbeisel.
rattern aber die Level. Also hier ist es echt buggy in dem Laden. Der Sound wechselt die ganze Zeit rechts, links. Und stottert. Wie besiege ich das Mimikyu dann? Was ist jetzt hier erst auf dem Gengar? Oh. Der einfach durch die Luft läuft. Wie sagt er nicht, aha, es ist voll im Bild. Krass, bis zu Gengar gehen sie hoch. Okay, du schwebst aber nicht mehr. Wenn du schwebst, verlange ich eine Entschuldigung. Du schwebst nicht. Du hast was anderes. Du hast keine Schwebe. Okay. Ah. Warum steht sie jetzt hier? Das ist der wahre Schock. Wer bist du? Ich bin's, Leo. Das tut nichts zur Sache. Verlasse diesen Ort so schnell du kannst. Die Prüfung ist vorüber. Alles klar, ich geh. Nee, stimmt doch gar nicht. Dort hinten erwarte dich nur dein Verderben. Brich die Prüfung ab und verlasse diesen Ort. Ich setze die Prüfung fort. Tu, wie ich dir gebiete, verlasse diesen Ort. Ich gehe nicht weg. Geh gefälligst. Niemals. Geh gefälligst, geh gefälligst, geh gefälligst. Fotoschießen. Ich hätte speichern sollen. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert. Nein, lass mich doch machen. Kann ich hier raus? Ben, Sucher, Ben. Es ist ein ewiger Loop. Oh, es ist doof gemacht. Warum lassen sie nicht einfach rausgehen und dann gehe ich halt wieder aus dem Raum raus? Nein, einfach ein Loop. Okay. Nach was gucke ich hier? Oh mein Gott! Stell mal vor, ich glaube, es gab Trailer mit Mimikyu. Das wäre ein geiler Moment, wenn man nicht weiß, dass es existiert. Mimi! Ich dachte, es gab nicht so eine Sequenz, wo Mimikyu sich von unten auf dich draufstürzt. Ich dachte, die kommt jetzt. Ah nee, das ist wahrscheinlich die Z-Attacke von Mimikyu. Was ruft der jetzt? Ruft der jetzt Pikachus? Oder Gengars? Ich glaube, Mimikyu wiegt nicht sehr viel und es ist sowieso eine Fee. Also Rambos könnte das einfach weghauen. Aber ich bin halt paralysiert. Komm schon. Knuddler? Oh. Oh, komm bitte nicht paralysiert, das wäre so geil. Ja, das könnte halt echt reinhauen. Ach stimmt, oh, das hat die Fähigkeit. Oh, das hat die Fähigkeit, das hab ich so vergessen. Bennett kommt, okay. Ich glaube, ich heile meinen Pampros. Weil ich glaube, das ist echt nicht schlecht, wenn ich jetzt nochmal Rambos mache. Warum nennst du es nicht beim deutschen Namen? Weil ich Mimikyu cooler finde. Mimikma.
Das überlebe ich nicht. Boah. Soll ich mich jetzt nochmal heilen? Macht doch keinen Schaden. Das ist mein Rambos-Schwächer. Mann! Nein! Okay. Außer, aber es kann immer noch sein, dass ich schneller bin. War ich nicht vorhin schneller? Nee, Knuddler. Ach Gott, ich habe keine Chance. Top-Genesung verschwendet. Verschwendet, sage ich. Menno. Mi'kmaq stellt sich vor allem gleich wieder auf. Was mache ich denn da? Mi'kmaq ist Gift. Gift, Stahlschwäche und Geist. Geist und Lichtschwäche. Wobei nicht Unlicht wegen Fee. Dann machen wir einfach mal Z. Schattenfessel und ich hoffe, es richtet jetzt nicht seinen Kopf auf, aber das sollte eigentlich zwischen den Runden passieren und nicht kurz vor der Attacke. Dunkelklaue, das wird wehtun. Sehr gut, Bennett. Okay. Nur Stahl- und Geistschwäche. Feen haben keine Gift, haben Giftresistenz. Okay. Geist haben Giftresistent. Aber das könnte killen. Oh mein Gott, warum killt es nicht? Oh mein Gott, es killt. Warum geht der Balken so langsam runter? Okay. Das war nicht so schwer. Ich finde den englischen Namen von Gufa besser. Pyukumuku geht irgendwie so gut über die Lippen und dann kommt die Deutsche mit Gufa. Ich finde Gufa okay, aber ja, Pyukumuku ist geiler, weil es pukt halt auch seinen Magen aus. Es stülpt ihn aus. Bye bye. Das war seit langem mal ein Herrscherkampf, den ich First Try geschafft habe. Verschwommenes Foto von mir, Mi'kmaq. Ich habe so ein scharfes Foto gemacht. Das hat dann der Pokédex verkackt, nicht ich. Das heißt, sie war gar nicht da? Oder war sie besessen von mir, Mi'kmaq? Also dann. Hier hast du den Geist-Z-Stein. Spuknium. Sie war gar nicht drin. Oh mein Gott. Warum ist Silvaronium eigentlich trotzdem die Bewegung, wie als ob es ein Geistkristall wäre? Ja, das war genau die Bewegung. Mein Silvaro-Stein macht genau die Geistbewegung. Warum gibt es denn keinen eigenen Silvaro-Tanz? Das wäre ein bisschen, hätten sich ein bisschen was einfallen lassen können, finde ich. Ich hätte ja einfach die Animation von Silvaro machen können. Das würde ja reichen. Einfach so eine Idle-Animation von Silvaro, wie er irgendwie seinen Umhang macht, mache ich halt so als Charakter. Du warst in einem Hinterzimmer? Ja. Okay, sie war nicht da. Ja, ich glaube, sie war da. Sie erinnert sich nur nicht dran. Sie war besessen. Brr. Ist gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Warum geht sie mit offenem Mund weg? Jetzt sollst du dort drin Mi'kmaq fangen können. Aber ich will den Herrscher Mi'kmaq. Nee, ich nehme die Herrscher extra. Stimmt. Mi'kmaq ist 5% Encounter.
Geht doch. 5%, 1% ist immer ein Problem. 5% ist doch... Wann soll ich? Soll ich mir Mi'kma suchen? Ah, dann wenn mit Fluffeluff. Nee, Mi'kma hat doch safe Geschlechterunterschied. Du hast gerade den Mi'kma Cameo hinter dir in der Sequenz verpasst. Echt, da stand Mi'kma? Ich hab's nicht gesehen. Ich will ja Mi'kma eigentlich im Team haben. Obwohl ich schon Geist hab halt. Ich klipp mal. Ja, klipp mal. Ich will's sehen. Fluffeluff. Und ich weiß gar nicht, was ich dann mache gegen Mi'kma. Soll ich... Ich meine, ich habe Pilzspore da. Ich könnte dann Parsec rufen und wenigstens Pilzspore machen. Wenn ich überhaupt eine Attacke machen darf. Mimikyu. Ich höre die ganze Zeit so ein komisches Geräusch. So, ist das nicht ein Fleckmann-Geräusch? Warum höre ich das hier ständig? Dieses... Oh. Kommt das her? Okay, zeig mal den Clip. Wo ist es? Da! Okay, das ist ja wirklich. Vor allem, es erscheint genau dann, wenn ihr Kopf vorbeigeht. Süß. Das ist cool. Ja, die ganze Zeit machen sie krass Sachen offensichtlich. Das haben sie... Das haben sie schön versteckt. Reicht's, wenn ich hier rumlaufe? Anscheinend. Alpollo, brauchen wir nicht. Oder brauche ich irgendwann ein Horrorblickmon? Ich glaube nicht. Kill me. Oh nein, warte mal. Parsec ist sackenlangsam. Wenn ich Parsec an erster Stelle habe, dann kann ich nie flüchten. Das können wir nicht machen. Hat Gen 7 Roma? Nee, oder? Also es gibt so gut wie jedes Leggy hier. Aber ich glaube nicht in Roma-Manier. Was ist denn schnell? Wolverock ist doch schnell. Wisst ihr, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um zu verstehen, dass der Fluchtwert, also dass meine Geschwindigkeit davon abhängt, wie wahrscheinlich es ist, dass ich aus einem wilden Kampf fliehe? Ich glaube, ich habe das vor 2 Jahren realisiert. Ich dachte immer, es ist komplett random. Da kann er mir gar nicht wehtun. Same. Ich bin ja als Kind null drauf gekommen. Ich habe einfach immer, wenn ich Bock hatte zu flüchten, mich geflüchtet und es funktioniert ja auch meistens. Selbst wenn man ein kleines, mickriges Fluffeluff ist. Fluffeluff ist auf 1 so nervig, du kommst aus keinem Kampf. Deswegen sollen sie es mal umbringen. Olbert, kill me. Mach einen Flügelschlag oder so. Oder gibt's da noch besser? Ich verstehe nur dann nicht, ich finde, wenn Pokémon tot ist, sollte man immer flüchten können. Wobei, es wäre natürlich auch zu einfach. Aber ich denke mir halt, dann kommt es ja nur noch auf meine Geschwindigkeit an. Und ich
Okay, ich kann jetzt nicht wirklich schneller laufen als ein Golbat wahrscheinlich, aber... Ich find's krass, dass dann immer noch... Es muss ja der Geschwindigkeitswert vom K.O.-Pokémon zählen. Geht das auch mit Totem Fluffeluff? Ja, selbstverständlich. In jedem Origin-Dex-Video habe ich das erwähnt, dass du Charmbolz an erster Stelle brauchst, aber das Pokémon kann tot sein. Okay, im neuesten Video habe ich es, glaube ich, nicht gesagt. Aber doch, doch, doch. Es ist bei jeder Fähigkeit so. Auch bei Flammkörper. Flammkörper muss nur, ich weiß nicht, Flammkörper muss nur im Team sein, da muss es nicht an erster Stelle sein. Ich glaube auch, dass Flammkörper-Pokémon darf tot sein. Auch die Fähigkeit von Macho Mai, die mehr Pokémon herbeiholt. Also mehr Encounter, das Macho Mai kann auch tot sein. Ich glaube, es gibt keine... Das hatten wir schon mal. Irgendjemand hatte da eine Fähigkeit. Aber ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Fähigkeit, die nicht wirkt, wenn das Pokémon K.O. ist. Finneon ist gemein. Ich weiß, deswegen habe ich es gesagt, Fabian. Finneon gilt als eines der nervigsten, zu handesten Pokémon in Legends, aber auch in Kapu. Wolvoroks Schrei ist komisch. Der klingt so, als ob der Lautsprecher kaputt ist. Das heißt, beim 20. Versuch kommt. Ich glaube, das ist der 5. Mauri Racing hat ein... Ich sehe es schon. Es ist zurzeit sehr viel in Pokémon Go vertreten. Weißt du, was es ist, Mauri? Oh! Ein Schlüsselanhänger. Brauche ich nicht. Gen 6 Mon. Evoli. Stimmt, Evoli ist auch sehr viel in Pokémon Go, aber ich glaube, das ist immer so. Nein. Du bist ein Raffel. Du spielst kein Go. Ein Raffel. Die sind zurzeit überall, weil du sie dynamaximieren kannst. Klingt auch komisch, als ob das der Ruf von Wolvoroc unter Wasser wäre. So, als ob's, oder so halb über Wasser, als ob es gerade ertrinkt. So, oh, oh, oh. Klavion war 15% Encounter. Hallo Toni. Übrigens ist mein gemoddeter DS zurückgekommen, repariert. Das Einzige, was Merky tun musste, war die Firmware aktualisieren. Irgendwie ist die Firmware bei mir kaputt gegangen. Ich wüsste gern, wie ich die Firmware kaputt gemacht habe auf meinem DS. Weil ich habe Angst, dass es nochmal passiert. Aber ich hatte nichts gemacht. Ich habe einfach immer, wenn ihr es gesehen habt, habe ich halt einfach den DS benutzt. Aber ich habe, solange er funktioniert, warum sollte ich irgendwas ändern? So seltsam. Aber er ist heute angekommen. Heile, heile Segen. Was hast du bezahlt für die Reparatur? Also insgesamt waren es 40. Aber da ist auch Zurückschicken und ein Kabel dabei gewesen. Also zieh nochmal 20 ab. Weil Lieferkosten sind, glaube ich, 15 Euro. Kabel ist nochmal 4 Euro. Ja. Und das war nur so günstig oder günstiger, weil es nur die Firmware war. Ich hatte ihm eigentlich 120 gegeben. Oder 117, glaube ich, weil wir ja dachten, oder er auch dachte, dass die Capture Card kaputt ist, also eine neue Capture Card einbauen. Und das hätte halt mit Lieferkosten 117 gekostet. Aber dann hat er gesagt, es ist nicht die Capture Card, es ist die Firmware, warum auch immer. Neue Firmware drauf. Und fertig. Das teuerste ist halt das Hin- und Herschicken. Ja.
Dale Green. Dankeschön für dein 2 Monate Prime. Danke, danke. Und Danu schreit, Martina! Name Leak. Der Name einfach geleakt. Martina, was sagst du dazu? Der DF, der DS von Dave war schon gemoddet. Dem habe ich ihm einfach abgekauft. Da hatten wir nur nicht beachtet, dass da er aus der Schweiz kommt, habe ich 40 Euro Zoll gezahlt. Das hatten wir komplett vergessen, ey. Die Schweiz und ihre Neutralität, was machen die denn? I'm under the water. Please help. Blum. Nichts ist okay, wenn sie es macht. Besser als Still Green. Also please, wenn du magst, lieber Martina nennen. Aber vielleicht kann ich mir Martina nicht merken. Weil da steht nicht Martina, da steht Black Ross. Black Rose. Und was mit Black Rose? Also ich habe jetzt 2 funktionierende gemoddete DS und da beide unterschiedlich gemoddet sind, kann ich beide gleichzeitig benutzen. Wenn beide gleich gemoddet sind mit dem gleichen Treiber, kann man sie nicht gleichzeitig benutzen, weil dann der Treiber nicht weiß, welcher von den beiden gerade benutzt werden soll. Glaube ich, so grob erklärt, glaube ich. Aber da einer eben von Loopy ist und einer von Kitty, also die Treiber, die Capture Card Treiber, kann ich beide gleichzeitig benutzen. Das heißt, ich könnte jetzt Double Shiny Hunten mit DS spielen. Ich weiß nicht, ob ich es machen werde, aber spätestens für Manuffy ist es halt hilfreich, dass ich nicht ständig, weil das war ja super hässlich, wie ich das bisher gemacht habe. Mehr Hunts für uns? Yes. So, langsam, glaube ich, habe ich 20 Mons gesehen. Es darf jetzt kommen. Zum Glück. Geh bitte. Geh bitte. Dieser Humor hat hier nichts zu suchen. Hans im Glück. Hätte ich das Gengar eigentlich fangen können, was ich fotografiert habe? Also, nicht, dass ich eins will. Also ich brauche keins, aber die Leute, die hier einen vollen Decks machen wollen, die müssen ja dann am besten dieses Gengar fangen, was man fotografiert. Aber vielleicht geht's auch nicht. Kann man nicht fangen? Okay, das macht Sinn. Es wäre zu einfach. Einfach ein Gengar sich fangen. Bei Prüfung kannst du nichts fangen, okay. Ich glaube, man konnte noch nie ein Gengar fangen. Also Gengars kann man bestimmt fangen in Legends Arceus mit massiven Ausbrüchen und so, aber ansonsten kann man doch bestimmt nie ein Gengar fangen. Wäre voll langweilig. Hans, get the Flammenwerfer. Den findest du noch besser? Nein, Hans im Glück. Hans, get the Flammenwerfer. Schwert Overworld, stimmt, da läuft ein Gengar rum. Alpollo holen Gengars zur Hilfe? Okay. Dann kann man sich Gengars doch fangen hier. Aber wahrscheinlich wieder nur so zu 10%, 5% oder so. Also jetzt reicht's mit diesem Schabitz. Kann ich die eigentlich schnell um, zufällig? Oh, stimmt, mit Biss. Okay, machen wir das. Die Schuppetzen. Außen Schuppetz, innen Geschmack. Außen Schuppetz, innen... Ach Gott, was bist du? Der neue Happens, der einfach jeden Satz auf die goldene Waage legt und sich irgendeinen dummen Dad-Joke dazu überlegen muss? Aber außen Schuppetz, innen Geschmack ist okay. Herzlich willkommen.
Was heißt das eigentlich wirklich? Außen Top-Hits, habe ich immer verstanden. Aber ich denke mir, also, das ist nicht eine Süßigkeit. Warum denn Top-Hits? Toppes? Außen Toppes? Aber was ist Toppes? Top-Hits sind Tupperdosen. Ernsthaft? Hä? Dann verstehe ich es noch weniger. Ist es nicht. Was war das nochmal? Es war ein Jingle für irgendeine Süßigkeit. Und dann kommt der Jingle aus den Top-Hits in den Geschmack. Frischhaltebeutel. Stimmt, es war gar nicht für Süßigkeiten, es war für eine Frischhaltefolie, die Werbung. Aus den Top-Hits, in den Geschmack. Das heißt, einfach weil du Frischhaltefolie nimmst und es außen rumwickelst, ist es ein Top-Hit? Wer benutzt denn dieses Wort? Reich mir mal den Top-Hits. Ich dachte immer, außen Top-Hits, innen Geschmack. Draußen geht halt die Party, aber innen bleibt der Geschmack immer noch gut, trotz der Party außen. Trotzdem Top-Hits. Die Marke hieß so. Echt? Top-Hits? Okay. Anscheinend habe ich nie die Werbung angeschaut, sondern immer nur die Augen geschlossen und der Musik gelauscht. Die hatten den Zip. Wahrscheinlich habe ich die sogar in der Küche liegen. Mir ist es nie aufgefallen. Hey, am Vierer wird zum Killer. Okay, langsam sind wir, glaube ich, über den 20 gekillten. Kommt hier sicher, Mimikma? Soll ich nochmal gucken? Kommt es vielleicht nur nachts oder so? 5% ist jetzt nicht so wenig. Ich guck mal kurz. Verlassener Laden. Ich krieg das als Geschenk im Kantai-Strand. Achso, das ist das Ding. Nach der dritten großen Prüfung, wenn man dem Mimikma nett folgt und es nicht Pikachu nennt, nachts. Okay, das kommt erst jetzt. Moment, das heißt, jetzt in der Nacht kann ich hier einen Mimikma finden, dem ich folgen kann. Und dann gibt es mir Mimikmium Z. Du hast 30 Minuten gesucht. Okay, hier steht. Oh, das hätte sogar noch Apoqualyp gespawnt. Bennett und Apoqualyp hätte das geholt. Nach der Prüfung. Mimikma. 5%, ja. Klavion 15, Schappe 30. Ja. Du hast nicht geschwindelt. Sag ich doch, ja. Aber wie oft haben wir schon hier Sachen irgendwie leicht falsch gesagt bekommen? Nix ist einfacher als Shiny Finion. Okay. Dann will ich jetzt ein Shiny Dreier Famibs bei dir sehen. Wenn du die Herausforderung willst. Okay, gibst du auf? Oder hast du das schon lange so? Das habe ich schon lange.
Remo Raid in Kapu? War Remo Raid schwer in Kapu? Oh. Fluffeluff! Wirke deine Kraft! Yes! Easy. Aber eine fette Attacke überlebt es ja sowieso. Soll ich jetzt meinen Parasect holen? Aber das macht meinen Parasect doch wahrscheinlich kaputt. Was war das? Das erlernt bis. Moment, kann sie. Ach, das kann Mimikry. Das macht Sinn. Boah! Samuel! Guckst du gerade zu, Samuel? Bist du gerade hier? Samuel, wahrscheinlich nicht. Samuel, danke schön für dein Patreon. Parasect, halte durch. Sehr gut. Pilzspore. Jetzt stehst du da. Die Pilzspore geht nicht durch das Kostüm durch. Okay, soll ich jetzt schon werfen? Komm, ich kann auch wohl eine kleine Attacke machen. Sowas wie Zornklinge. Ich habe das Gefühl, wenn man wenigstens 1 KP Schaden macht, ist die Chance gleich so viel besser als volles Leben. Okay, das war jetzt wortwörtlich 1 KP, aber okay, wir machen einfach mal. Pokebälle los. Yes. Nice. Toja. 1 KP abziehen hilft. Da ist es. Tun wir das jetzt ins Team? Ich weiß es noch nicht. Kann es überhaupt geile Attacken? Es kann Knuddler. Wo ist es denn hier? Irgendwie schade, dass man bei der Registrierung sieht, dass es sich nicht entwickeln kann. War das nicht so ein Teil von dem Charme damals, dass man einfach... Du hast Pokémon im Team gehabt, in der Hoffnung, dass es sich irgendwann vielleicht entwickelt oder so. Dann erst, wenn du im Pokédex gesehen hast, dass ein komplett neues direkt danach kommt, hast du gesehen, oh, es entwickelt sich nicht. Und aber kriege ich jetzt hier sein Z-Item, wenn ich jetzt hier weiter durchgehe? Aber es ist noch nicht Nacht, oder? Doch, es sollte schon Nacht sein. Okay, wo finde ich dann hier das Mimikyu? Muss ich einfach nochmal komplett durch den Laden gehen. Ja, damit kann ich Drachen wegknuddeln, ja. Ich glaube, ich behalte Mimikyu. Ist halt komisch, ich habe ja dadurch zwei Geister. Das ist ja seit dem Internet eigentlich eh egal. Ja, ich weiß. Sobald du halt die Möglichkeit hast, einfach nachzuschauen, machen es die meisten Leute. Aber es gibt immer noch Leute, die nicht spoilern, die sich nicht selber spoilern, die nicht nachgucken. Die jetzt sich komplett abschämen und einfach versuchen, das Spiel komplett selbst rauszufinden. Lady, du bist ein Riolu. Das ist doch nicht schlecht. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das Mimikyu am Ende ist. Dann muss ich nett sein. Und dann gibt es mir das... Ich muss zuerst den Inselkönig besiegen. Das steht nach der dritten Prüfung. Aber das heißt das, oder? Ich dachte irgendwie gerade nach der dritten Prüfung heißt hier in dieser Prüfung, weil es waren ja immer 3 Schritte, die man machen muss. Aber nach der dritten Prüfung, ja, das macht Sinn. Dann erscheint es wahrscheinlich auch in dem Moment, wo man den Laden betritt. Okay, gehen wir langsam zurück. Du hast recht. Ja, ja, nach der dritten großen Prüfung. Bei jeder neuen Gen spiele ich komplett blind, nur die Starter spoilere ich mir. Damit du weißt, was für ein Tier du am Ende in deinem Team hast. Dass du nicht Quacks aus Versehen wählst. So wie all die Leute, die Quacks gewählt haben und dann so bei der zweiten Entwicklung so, Moment mal, was ist das für ein hässliches Tier? Gelokrok, so ähnlich. Beste Wahl war immer noch Felori.
Afelori ist so basic, aber Maskagato ist dafür so geil. Maskagato sieht so cool aus. Seit Finks mache ich das. Dir gefällt Finks nicht? Ja, Scalocroc ging noch, aber es war trotzdem... Ich meine, es macht Sinn. Pinata, alle machen Sinn. Alle drei haben super viel Sinn gemacht im spanischen Sinn. Raum, Sinn. Aber Scalocroc... Es ist noch cool mit dem kleinen Ding und sowas. Aber am ansehnlichsten ist doch wirklich Maskagato. Echt, ich finde... ich vergesse mal die Finks-Entwicklung. Ich finde Finks ist super schön. Also Gen 6 ist Finks mein Liebling. Jede ist geil. Chimps, also Quajutsu ist zwar cool, aber ich finde Quajutsu ist nicht sehr... nicht schön oder so. Finks ist halt durch und durch einfach ein schönes Pokémon. Ich glaube, viele nehmen einfach die Ohren und die Haare aus den Ohren zu ernst. Die sehen immer dieses Ding und denken sich, warum hast du so viele Haare aus dem Ohr? Aber in Wirklichkeit, jede Katze, die ihr anschaut, sieht genauso aus. Katzen haben riesige Haare, die aus den Ohren rauskommen. Okay, ich muss wieder zu Lilly zurück. Ich mag keine Pokémon, die wie ein eindeutiges Geschlecht aussehen. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber ich finde, bei Finks geht's noch. Ich weiß, das letzte sieht sehr weiblich aus. Aber ich finde, da kann man noch sagen, oh, das kann auch ein Dude sein. Hallo, Sophie. Sieht für mich eine Fuchsfrau aus, nur ohne die Vorzüge einer Frau. Eben, deswegen ist es voll androgyn. Okay, Zweeps-Ausbruch ist da. Ich komme dann mal in einem Jahr wieder. Fabian, wenn du das jetzt durchziehst, Respekt. Respekt. Das Geile ist, Fluffluff kriegt noch nicht mal XP, weil es einfach die ganze Zeit drauf geht. Also ist das halt, Fluffluff. Jeder muss Opfer bringen. Und du bist das Opfer. Ich weiß nicht, ob ich die Musik von Team Skull mag. Ich habe Quax genommen und ich feiere des Todes. Echt, du findest Bylonda ist ein cooles Pokémon? Ich finde das so hässlich. Warum ist denn Steinhagel gut? Wegen Gift? Stein ist gut gegen Feuer? Nein. Stein ist gut gegen Gift. So. Wenn das Video draußen ist, sollst du einen Fluffluff Death Counter einfügen. Boah, hätten wir jetzt schon zählen müssen. Ich gehe sicher nicht durchs Video und zähle die Tode von Fluffluff. Aber das wäre lustig, ja. Ich sollte es erwähnen, ich schreibe es auf. Aber dann hätten wir jetzt schon, die Zahl wäre niemals korrekt, glaube ich. Arsek kann schlitzern, das ist doch gut. Mach ich, du zählst mit. Kannst du gerne machen. Du kannst mir gerne, wenn wir fertig sind, eine Zahl nennen, wie oft Fluffeluff gestorben ist. Und ich glaub dir einfach. Dann sage ich auch, Kühner hat mitgezählt und es waren 300 Fluffeluffs auf unserem Gewissen. Ja, bei Londa, ich weiß, weil alle drei ergeben sehr viel Sinn in der spanischen Kultur. Extrem. Es ist trotzdem hässliches Pokémon bei Londa. Dieses Dürre und dann diese Dinger, die weghängen und dieser Tanz, wie es sich bewegt. Oh, nee. Oh, wir machen uns jetzt, wir rotten jetzt Team Skull aus. Finde ich gut.
Das sind, die kenne ich. Das ist diese Stadt, die komplett voll mit Graffitis und sowas. Dann muss ich nochmal ins Archiv und dort nochmal nachzählen. Du musst es echt nicht machen, ne? Aber ich werde sowieso wieder über Schambolzen reden. Das heißt, wenn du die Zahl hast, werde ich sie auf jeden Fall ins Video reinpacken. Aber ich weiß nicht, ob es wert ist, die Arbeit. Aber das musst du sagen. Aber es wäre krass. So, alles gut, Tali. Cosmog ist da, alle sind da. Die ganze Gang ist vereint. Du hast den massiven Booty vergessen. Es hat einen massiven Booty, ja. Aber ich finde diesen massiven Booty nicht so ästhetisch in diesem Bailonda-Kontext. Ich habe eh nichts zu tun, also kann ich das machen. Wir können auch das ganze Bild die ganze Zeit beobachten lassen von dem Shiny-Counter. Und jedes Mal, wenn da steht, Fluffelhoff wird besiegt, zählt er um 1 hoch. Also ich könnte es komplett automatisieren. Aber dann muss ich jedes Mal daran denken, den Counter zu starten. Du musst doch Fluffelhoff eigentlich nicht wiederbeleben, oder? Passive Fähigkeiten triggern, denke ich auch, wenn sie K.O. sind. Ja, ja. Deswegen stirbt sie ja die ganze Zeit. Das, was du sagst, würde bedeuten, dass ich jedes Mal, wenn ich meine Pokémon heile, das Pokémon aus dem Team tue, meine Pokémon heile, das Pokémon wieder ins Team tue. Dann müssen wir aber davon ausgehen, dass Pokémon in der Box nicht geheilt werden. Definitiv seit Gen 8, aber vielleicht schon seit hier, weiß ich nicht, werden Pokémon geheilt, die in der Box sind. Wenn ich ins Pokémon Center gehe und heile, wird mein Team geheilt und alles in der Box. So ist es seit Gen 8. Aber kann sein, dass es in Gen 7 noch nicht so war, aber trotzdem viel zu großer Aufwand, jedes Mal das Pokémon aus dem Team zu nehmen, nur damit sie es nicht heilt, dann töte ich es lieber und es macht auch noch Spaß. Ich fange einfach an mitzuzählen, habt ihr irgendwie Lust drauf? Okay. Nee, deswegen gehe ich nicht ins Pokémon Center. Ich gehe ins Pokémon Center, um den Rest meines Teams zu heilen. Nicht wegen dem Fluffelhoff. Das darf ruhig tot bleiben. Aber mein Team ist die ganze Zeit im Arsch. Wird in der Box geheilt, hab's gerade ausprobiert. Eben, dann geht's gar nicht. Dann müsste ich Heil-Items für alle anderen benutzen die ganze Zeit. So, was bist du für ein krasser G? Du siehst schon cool aus. Du siehst aus wie der eine aus Bleach, der der Bruder ist und einer der hohen Tiere von Ryoku. Hieß die nicht so? Du bist auf Inselwanderschaft. Und was führt dich an diesen verlassenen Ort? Okay, der sieht böse aus. Ich verstehe, du hast deine Gründe. Wie dem auch sei, ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon mal hier bist? Kannst du erraten, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Weder noch. Wie soll weder noch, wenn er seine Hand draufsetzt? Verdammt, das wusste ich nicht. Ich dachte, die bleibt im Sand stecken. Wow. Und das, obwohl ich geplant hatte, die Münze von einem der am Himmel kreisenden Panzereron stibitzen zu lassen. Du hast gewonnen. Wie, das heißt, die Münze war nicht da, oder was? Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Pokémobilfunk zur Heido herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mach dich mit ihm vertraut. Ist das einfach wie Lapras, nur schneller? Ist das einer von den Top 4 aus Gen 5? Was? Was? An das Gesicht erinnere ich mich gar nicht mehr. Wie heißt der? Astor.
Tatsächlich. Ah doch, in Gen 5 hat er noch blaue Haare. In Gen 5 sieht er um einiges netter aus. Und dann haben sie ihm hier auf einmal, der hat sich die Haare gefärbt, komplett schwarz. Und er hatte auch die weiße Strähne nicht. Es ist der gleiche, gleiche Pose, gleiche Frisur, aber er hat komplett blaue Haare und keinen weißen Streifen. Krass. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, wenn die den so verändern. Ein paar Jahre später. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Ja, ich kann damit die Dinger kaputt machen. Die Zeit hat ihn zum Emo gemacht, ja. Aber hier nehme ich jetzt wahrscheinlich Lapras. Und dann mache ich so. Heck yeah! Oh, halt ein Jetski. Wie cool. Seit Gen 2 wurde automatisch geheilt und seit Gen 8 wieder nicht mehr, weil du von überall aus dem Menü heraus auf die Boxen zugreifen kannst. Wow, 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 wow. Bist du sicher? Gerade weil du von überall auf die Boxen zugreifen kannst, sollte dein Team, sollte alles geheilt werden. Wolvero komplett am Ende, schafft aber noch die letzten Gegner. Ich baue zurzeit meinen eigenen Kanal auf und habe im Moment ein Problem mit dem Ton. Melkaroy, oh nein. Dieser wird auf Dauer immer mehr asynchron im Stream. Gibt es da eine Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben? Vielleicht machst du mal auf YouTube ein Video darüber. Niemals mache ich ein Video darüber, denn ich mache solche Videos nicht mehr. Oh, Giftschock. Giftschock, Amphira, Toxin, Drachenwurm, Duplex Hieb. Wer benutzt den Duplex Hieb? Melkaroy, die einfache Antwort und die einzige Antwort, die ich dir geben kann, ist, dass dein PC scheiße ist. Ich habe keine Ahnung davon, ich weiß nicht, wie du das fixen kannst. Aber soweit ich weiß, aber ich weiß nicht viel über solche Technik, ist die Ursache einfach, dass dein PC nicht gut genug ist und deswegen hinkt. Dein Ton hinkt nicht hinterher, sondern das Video hinkt immer hinterher, weil Video schwerer zu verarbeiten ist. Meistens ist der Ton immer zuerst und dann kommt das Video. Und das wird halt immer länger, weil das Video immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Oder beziehungsweise, wenn es immer ein bisschen langsamer ist als der Ton, wird es natürlich immer weiter voneinander entfernt. Und grob gesagt liegt es daran, dass dein PC nicht gut genug ist, um das schnell genug zu verarbeiten. Es gibt bestimmt Einstellungen hier und da, wie du das vereinfachen kannst. Keine Ahnung welche. Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von solcher Technik. Das glaube ich nicht. Okay, wenn du einen sauguten PC hast, dann ist das nicht der Fehler. Dann kommt es drauf an, mit was du dann... Mit was du alles überträgst, Capture Card, oder du brauchst mir das alles nicht sagen, ich kann dir nicht helfen. Meine Videos auf YouTube, die du meinst, die du angesprochen hast, haben alle nichts mit Technik zu tun, sondern mit Einstellung, also Kopfeinstellung. Maybe wird dein Ton und Video mit unterschiedlichen Bitraten gestreamt? Ich glaube, das geht nicht. Das macht dezent Spaß.
Ein normaler Besuch im Pokécenter hielt dann auch die Boxen. Ja? Sag ich doch. Warum sagst du dann in Gen 8 nicht mehr? Du sagst, seit Gen 2 wurde automatisch geheilt. Achso, Moment. Du meinst, dass sobald du ein Pokémon in die Box tust, wird es geheilt? Stimmt. Das kann sein. Und das ist in Gen 8 nicht mehr so. Ich habe aber die ganze Zeit davon nicht davon geredet. Ich habe davon geredet, dass wenn du zum Pokémon Center gehst, werden deine Pokémon geheilt und alles, was in der Box ist. Weil es gefangen wird? Okay, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Ich werde auf jeden Fall nicht meinen Fluffeluff aus dem Team tun. Ist schon geil, dass sie das wie ein Jetski gemacht haben. Hält so lang durch. Nestor. Die gehen auch hier zu jedem beliebigen Namensgenerator. Was ist hier? Noch mehr Kämpfe. Also schon faul auch, dass sie nicht mehr zu einem hergehen. Aber auf der anderen Seite, man braucht nicht wirklich Nähe fürs Kämpfen, im Gegenteil. Ich find's cool, dass die Bälle bei denen alle echt klein sind in der Hand und dann größer werden beim Werfen wahrscheinlich. Oh, wird Wolverhawk diesen Kampf überstehen? Alles First Try? Ohne Stab? Zane. Okay, was haben wir hier? Ist das diese... Oh, hier ist TM-Akrobatik. Sehr gut. Können wir hier ein bisschen... Ist hier das Pikachu-Surfer? Pikachu? Gyarados-Salto. Oh Gott, hier kann ich... Moves lernen. Hier ist einfach nur ein Häuschen. Ich hasse das, wenn man an abgelegene Orte geht und man kriegt keine Belohnung dafür. Okay, hier ist ein Sticker. Na gut. Vielleicht ist hier später irgendwann mal was. Was steht da oben? Nee, nix. Schon cooler. Hier kann ich es später holen, das Surfer Pikachu. Okay. Dachte mir schon, das sah doch sehr Surfer-Dude aus. Meine Videos sind trotzdem hilfreich. Dankeschön. Schön, dass sie nach so vielen Jahren immer noch angeschaut werden. Wenn du Technikfragen hast, immer Nilsson fragen. Der hat da tatsächlich Ahnung. Ich habe noch nie Technik-Ahnung gehabt. Die Felsen einfach aus Spaß da. Ich dachte, da sind vielleicht seltenere Pokémon dahinter. Sag mal, ist... Ne, Finian ist Gen 5. Oder Gen 6. Gen 5. Oder Gen 4. Ne, Gen 4 ist Finian natürlich. Legends Arceus. Gen 4, so lang ist Finian her. Wolverhawk hält immer noch durch. Es ist von 2 auf 8 KP gestiegen wegen Level Up. Donnerzorn schlachtet alles. Ich halte einfach mein Donnergebiss ins Wasser und alles um mich rum. Ich habe mich früher als Kind immer gefragt,
Warum sterben nicht alle Wale, wenn aus Versehen mal ein Toaster oder ein Föhn ins Meer fällt? Warum? Warum kann ich hier nicht einen Föhn ins Meer halten und am anderen Ende der Welt stirbt ein Wal? Ich meine, es macht doch Sinn. Es leitet doch. Was wäre, wenn das ganze Wasser auf der Welt im Meer ohne Mineralien wäre? Das wäre alles kondensiertes oder halt, wie heißt das nochmal? Wasser, das nichts drin hat. Halt reines Wasser. Kaltes, klares Wasser. Stimmt, Salz ist doch destilliert, meine ich. Aber stimmt, Salz sollte doch eigentlich noch besser. Stimmt, Salz ist doch konduktiv. Eben. Psst. Ups. Ganzen Ocean ausgerottet. Ja, Double Liegestütze. Andere Frage, warum willst du das tun? Ich will das nicht tun. Ich frage mich nur, warum das nicht passiert. Es muss doch mal jemandem aus Versehen passiert sein, dass jemandem ein Elektrogerät ins Meer gefallen ist. Stell dir mal vor, wir hatten in der Schule in Geschichte gelernt und dann in 1800. Wann wurde Strom erfunden? Und dann in 1800, oder wurde Strom viel früher erfunden. Hat jemand aus Versehen seine Glühbirne, so ein Segler ist mit seinem Boot rausgefahren, ist gekentert. Und sein kleines Licht an Bord hat das ganze Meer Lebewesenschaft ausgerottet. Jetzt, meine lieben Kinder, haben wir deswegen keine Fische mehr. Was tue ich? Keine Ahnung. Moment, bist du nicht? Ist egal. Es muss ja nur ein Blitz einschlagen. Stimmt, da war was. In der Antike haben sie schon Strom gehabt? Moment. Wie haben sie in der Antike Strom gehabt? Nee. Was? Licht, ja. Feuer und so. Aber ich rede von tatsächlich Strom. Wolverock, du hast dich lang gehalten. Damals gab es noch Redstone. Der Superheld. Redstone, los! Achso, wenn ich das letzte Mal Tohaido hatte, dann nehme ich jedes Mal wieder Tohaido. Warst du nicht gerade noch auf der anderen Insel? Okay, Freunde. Horason? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Was los? Dieses Starmie hier in Pokémon der Kategorie Mysteriös ist mein Ein und Alles. Wusstet ihr, dass Starmie Fehlattacken kann? Das Scheißding. Zauberschein. Was? Jemand soll Starmie im Anstarren besiegen? Es hat nicht mal ein Auge. Aber gut, Fleckmon, ich glaube, das gewinnt. Nicht blinzeln, Fleckmon. Nice. Oh mein Gott, Fleckmon. Starmie wieder gewonnen? Ich kann deinen Triumphschrei langsam nicht mehr hören, Starmie. Lass uns endlich gehen. Nein! Wie soll man denn gegen einen Starmie im Blinzeln verlieren? Oder gewinnen? Irgendwo muss es ein Pokémon geben, das Starmie schlagen kann. Ja, anderes Starmie. Ein Pokémon mit der Attacke Spaßkanone könnte Starmie in einem Wimpernschlag zum Blinzeln bringen. Das wäre ja Cheaten.
Spaßkanone. Wer kann denn Spaßkanone? Mimikyu. Es strahlt nur so Spaß aus. Sie haben nur so Dinge statisch aufgeladen. Ja, okay, dass du irgendwie Sachen aneinander reibst und dadurch Statik hast, okay. Galvanisiert. Das ist doch ein Song von... Oh Gott, wie heißt die nochmal? Vorstellbarten. Galvanize. Oh mein Gott, es ist ein Sandan. Warum kann Shiny Zwiebs nicht einfach eine neongelbe Hose tragen? Du kannst einfach deinen Bildschirmsättigung auf Max drehen und es wird um einiges einfacher. Chemical Brothers, genau. Chemical Brothers, Galvanize. Oh, nur die Luft. Hallo Sakura. Warte mal, du hast noch zwei Pokémon. Habe ich noch Knirscher? Knirscher und Schaufler. Apollo schwebt bestimmt. Apollo, der Glaskasten. Der ist nicht die Spaßkanone, sondern die Glaskanone. So, kann ich da hoch eigentlich inzwischen? Ah ja, das kann ich. Okay. Jetzt Route 16. Ich will ein Pokémon Center wieder haben. Sunkabu. Sankabu. Wenn du hast diese Sandburg ganz alleine gebaut? Doubt. Sun. K. Ach, kämpfen. Kann ich dich fangen? Bist du männlich? Ist das ein statischer Encounter? Muss ja sein. Männlich, du gehörst mir. Überlebst du einen Knirscher? Nee, du überlebst keinen Knirscher. Ich schaufel mal. Okay. Hat er gerade Absorber eingesetzt? Aber warum kann eine Sandburg Absorber? Was bist du? So, wo ist es auf der Liste? Meine Liste sagt hier Sanka. Hier, Sanka-Sanka-Sanka-Bu. Sandygast. Hey. Wir haben halt schon drei Pokémon gefangen. Ich bin so aufgeregt auf morgen. Mein erster Flug und direkt nach Japan. Hast du schon gut gepackt? Hast du schon alles gemacht? Hast du einen Pass rausgesucht? Ist der Pass auch noch gültig? In Japan braucht man zum Glück keinen Pass, der ein halbes Jahr lang gültig noch ist. Viele Länder, die so weit weg sind, erwarten einen Pass, der mindestens ein halbes Jahr noch gültig ist. Japan nicht. China inzwischen auch nicht mehr. Ich glaube, das haben sie geändert. Oder nee. Nee, das war immer noch das Gleiche. Egal. Dein erster Flug sogar und dann direkt 10 Stunden. Boah. Was kann ich dir für Tipps geben? Lad dein Handy voll mit YouTube-Videos. Offline. Halt so, dass du immer was hast zum Anschauen. Falls das Flugzeug keine gute Auswahl hat. Meistens hat das Flugzeug aber eine gute Auswahl. Oh, hier ist Krabox. Männlich. Fluffeluff, do your job. Sweet.
Chinesisch. Schön Handy, Tablet, keine Ahnung, alles vollladen mit Medien, die du konsumieren kannst, falls das Flugzeug Kacke angeboten hat. Kacke anbietet. Und vielleicht ein Buch. Musik. Oh mein Gott. Vielleicht Kopfhörer, die nicht Bluetooth sind. Aber meistens bei so langen Flügen kriegt man Kopfhörer umsonst dazu. Weil oft, bei alten Flugzeugen, vor allem in den neuen, glaube ich, nicht mehr. Bei alten Flugzeugen brauchst du spezielle Kopfhörer, um die im Flugzeug zu benutzen. Also, dass du den Film auch hörst, den du guckst. Aber meistens geht es trotzdem, wenn du eigene AUX-Kopfhörer dabei hast. Die musst du dann nur ganz komisch reinstecken, aber es geht. Aber meistens kriegt man die eigentlich umsonst dazu oder sie kosten 5 Euro oder sowas, aber eigentlich sind die umsonst. Aber wenn du nur Bluetooth hast und die geben dir keine Kopfhörer, dann bist du im Arsch, aber eigentlich sollte es heutzutage nicht mehr passieren. Ich gucke halt nur YouTube, aber ja, du kannst auch auf Netflix und sonst wo Serien und Filme runterladen. Krabox? Wo ist Krabox? Jedes Legos Mind Video einmal bitte downloaden und in Schleife anschauen. Wie ist das eigentlich, wenn man ein Video downloadet? Das nächste Mal, wenn du live bist, geht dann mein Viewcount um 1 hoch wahrscheinlich. Wo ist Krabox? Hier. Vielleicht hast du so eine Kopfstütze. Ich habe keine, also ich habe eine, aber ich benutze sie nie, weil sie bei mir nichts bringt. Also Dinger helfen wirklich, wenn du nicht schlafen kannst, weil dein Kopf immer wegknickt. Bei so langen Flügen würde ich definitiv direkt mit Jogginghose da antanzen beim Flughafen oder halt im Flughafen-Klo die Hose ändern. Damit du mit Jogginghose da drin sitzt, weil 10 Stunden ist schon gemein. Ansonsten genieß den Flug. So lange Flüge sind oft geiler, weil du endlich mal gezwungen wirst, einfach nichts zu machen. Einfach Filme anschauen, die du schon immer anschauen wolltest. Oft haben Flugzeuge Filme, die du nie wirklich anschauen wolltest, aber gut genug sind für ein Flugzeug und dann schaust du die an. Für die Tipps? Ich weiß, mir fallen gar keine richtigen Tipps ein. Hast du einen Fensterplatz? Weißt du deinen Platz schon? Also, positiver am Fensterplatz ist, du musst nicht die ganze Zeit aufstehen, wenn jemand neben dir auf die Toilette muss. Nachteil am Fensterplatz ist, dass wenn du aufstehen willst, müssen alle für dich aufstehen, selbst wenn sie schlafen. Das heißt, du musst sagen, yo, wach auf, ich will auf die Toilette. Und du bist halt eher eingefurcht. Ich nehme immer Platz am Rand, weil die Leute stehen nicht so oft auf. Und du kannst noch eher, irgendwie hast du ein bisschen mehr Platz. Leider keine Ahnung. Wenn dein Flug morgen ist, dann checkst du jetzt schon ein, ne? Einchecken bei so langen Flügen kannst du sogar manchmal 48 Stunden vorher. 24 Stunden vorher auf jeden Fall. Einchecken online. Selbst wenn du Gepäck abgibst, natürlich, check schon mal ein. Dann ist der Eincheck-Teil schon mal weg und du kannst jetzt schon deinen Platz dir aussuchen. Ich habe vor Gott im BDSP Shiny zu handeln im Flugzeug. Geil. Mach ein Foto oder Video, wenn du es hast. Und zeig dann irgendwie den Ausblick. Und halt am Fenster sitzen ist geil, wo du rausschauen kannst. Und manchmal ist es wirklich geil, was du draußen sehen kannst. Zu 80% ist es langweilig, weil du nur Wolken siehst. Aber check dich jetzt schon ein. Online kannst du dich einchecken und dann kannst du deinen Platz aussuchen. Aber die meisten werden schon vergeben sein. Aber das musst du immer dir fragen. Willst du einen geilen Ausblick haben und willst du in Ruhe gelassen werden, dann sitzt du am Fenster. Willst du ein bisschen mehr Platz haben, das Gefühl von mehr frei haben, weil ein Gang neben dir ist, dann sitzt du am Gang. Tatsächlich, wenn es eine Mittelreihe gibt, was es wahrscheinlich bei so einem langen Flug gibt, dann würde ich
dann würde ich einen Randplatz in der Mitte nehmen. Weil dann kann die andere Person, wenn jemand aufstehen will, kann sie auch die andere Seite nehmen und muss dich nicht aufwecken. Aber wenn du rausschauen willst, Fensterplatz. Ich bin einmal, ich weiß nicht mehr, wann das war. Sind wir ein Gewitter umflogen und ich habe aus meinem Fenster raus mitten in der Nacht das Gewitter gesehen. Das sah so geil aus. Du siehst dann einfach so ein Gewitter von oben, von so einer riesigen Wolke, die einfach nur nach oben geht und die ganze Gewitterwolke ist am Blitzen und Donnern und es sieht so geil aus. So, das siehst du halt nur dann. Ich kann dir versprechen, wenn du nicht am Fenster sitzt, wirst du nicht rausschauen können. Vor allem, wenn du einen Idioten hast, der die ganze Zeit einfach das Fenster runter macht. Alter, du sitzt am Fenster, um rauszuschauen. Mach das Fenster nicht zu. Andere Leute wollen auch rausschauen. Du hast die Verurteilten damals geschaut. Im Flieger. Sehr, sehr geiler Film. Auf Englisch hat er einen geileren Titel. Shawshank Redemption. Das Gefängnis heißt Shawshank. Übrigens ein Stephen King-Film. Also, der Ursprung ist ein Stephen King-Buch. Ich habe letztens eine Statistik gehört, ich habe sie leider vergessen, wie viele Stephen King-Bücher verfilmt wurden. Und es waren über 100. Es ist so krass. Du schreibst Bücher und über 100 Stück von diesen Büchern wurden inzwischen verfilmt. Die haben nicht gesagt, dass er der Autor ist mit den meisten Verfilmungen, aber das muss doch so sein. Welcher Autor hat dann mehr Bücher verfilmt als Stephen King, wenn es über 100 sind? Vielleicht waren es sogar 200. Das war eine abnormal hohe Zahl. Danach direkt Green Mile, auch ein Stephen King-Film. Was viele Leute nicht realisieren. Butters, Dankeschön für 2 Monate Prime. Dankeschön. Mein Steinhagel ist noch kein einziges Mal daneben gegangen. Da fragt man sich, warum Stephen King nicht einfach direkt Drehbücher schreibt. Genau. Das würde mich interessieren. Verdient er mehr Geld mit der Lizenz, dass Leute ein Drehbuch draus machen oder mit den Buchverkäufen? Weil ich glaube, je nach Deal natürlich sind die Zahlen, die du an einem Buch verdienst, ist so wie bei Musik, ne? Wenn du einen Song verkaufst, kriegt der Artist vielleicht 50 Cent davon oder so. Oder nee, wenn ein Song 1 Euro kostet, dann kriegt er 10 Cent oder sowas. Ich glaube, beim Buch ist es genau das Gleiche. Du musst so viel abgeben wegen Verlag und Cover und was nicht alles. Deswegen könnte ich fast glauben, dass Stephen King das meiste Geld jemals verdient hat von den Lizenzen einfach, die er verkauft hat. An S und der S-Serie wird er mega verdient haben. Hm. Vor allem, wenn er so klug war und gesagt hat, er will gewinnbeteiligt sein. Ich weiß nicht, ob man das raushauen kann, so ein Deal. Wahrscheinlich musst du Producer sein, um gewinnbeteiligt zu sein, weiß ich nicht. Bestimmt geht alles, weil er darf sagen, was sie mit seinem Werk machen. Aber S war... Also vor allem der neue S war ja unfassbar erfolgreich, glaube ich. Ladungsstoß 80. Aber Akoptonarion ist jetzt nicht wirklich ein Spezialangreifer. Und Funkensprung ist ja physisch. Und Ladungsstoß ist nicht mehr physisch. Und Funkensprung macht 65. Ladungsstoß macht auch 80. Aber es ist kein... Wahrscheinlich ist am Ende gleiche Stärke wegen IV-Unterschiede. IV weiß ich nicht. Na, ich lasse es. Funksprung klingt logischer. Er fand, glaube ich, sogar viele Verfilmungen kacke. Ja, es gibt viele Filme, die für ihn schlecht waren. Shining zum Beispiel. Ich habe ein Interview gesehen oder ein Essay oder sowas. Das Shining
Nee, im Gegenteil. Sowas. Ich habe gerade überlegt, weil es gibt beides. Oder war es Shining? Wo war das? Ich glaube, die ursprüngliche S-Verfilmung mochte er nicht. Die neue vielleicht schon, weiß ich nicht. Was war das? Auf jeden Fall gibt es einen Film, wo Stephen King das gesehen hat und danach gesagt hat, er wünschte, weil das Ende war anders als im Buch, und er hat danach gesagt, er wünschte, er wäre auf dieses Ende gekommen, weil es ist viel besser als sein Ende, was er geschrieben hat. Das muss so ein Lob sein, wenn du der Drehbuchautor dann bist. Aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war nicht Shining. Ich glaube, bei Shining gab es riesen Stress, glaube ich. Es hatte auch ein verdammt gutes Ende. Ah ja, doch. Wir haben letztens erst drüber geredet. Der Nebel. Der Nebel. Nicht die Serie, sondern der Film. The Fog. Das Ende ist so krank. Und das ist nicht Stephen Kings Ende gewesen. Und er hat danach gesagt, er wünschte, sein Buch wäre so geendet. Original oder Remake? Von wann ist das Remake? Das mit dem Highlander-Schauspieler. Der Nebel. 2007? 2007. Ich glaube, der 2007. Ist 2007 schon ein Remake? Ist es überhaupt der Highlander-Schauspieler? Doch, gell? Wer ist nochmal der Highlander? Der Highlander. Ah, nee, das ist... Ist das der Highlander-Schauspieler? Christopher Lambert? Christopher Lambert... The Fog. Ne, The Mist. Wie ist das eigentlich? Der Nebel. Ne, das ist nicht Christopher Lambert. Christopher Lambert sieht inzwischen richtig alt aus. Okay. Das kann auch The Mist heißen. Heißt der The Mist oder The Fog? The Fog. Ne, heißt The Fog. Komm mal auf die Watchlist. Also der Fog, ich glaube, okay, es gibt The Fog 1980, das weiß ich nicht, wie der ist. Aber der Nebel von 2007 ist der mit, ist das Thomas Jane? Ah ja, mit Thomas Jane, 2007. Ich schätze, dass der dieses krassere Ende hat und dass Stephen King das Ende gelobt hat. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Meint ihr den aus der Serie mit den langen Haaren? Nee. Hallo Aquatic Star. Die Crew? Weiß ich gar nicht, was das ist. Stephen King ist zweiter Platz mit 51 Verfilmungen und Shakespeare auf Platz 1 mit über 1100. Nein. Nein. Es kann auch sein, dass das Video, was ich gesehen habe, komplett gelogen hat. Hier steht alle 52 Stephen King Movies ranked. List of Adaptations of Works. Ist doch egal, es sind verdammt viele. Aber Shakespeare hat mehr Verfilmungen? 1100? Was denn bitte? Ich finde die Statistik nicht mehr, die ich gesehen habe. Oder sie klingt bescheuert. Das ist ein bisschen extrem, ja. Aber ich glaube, in der Statistik, die ich gesehen habe, ging es wirklich um jede Verfilmung, weil Stephen King ja auch Bücher geschrieben hat unter anderen Namen und sowas. Vielleicht haben die das hier nicht einberechnet. Keine Ahnung.
Aber viele Stephen King-Verfilmungen sind wirklich saugut. Aber es gibt auch super schlechte. Ich mochte Dreamcatcher zum Beispiel extrem. Aber es gilt als eine schlechtere Verfilmung. Ich mochte ihn voll gern. Ich mag dafür Shining nicht. Ich finde Shining ist total überbewertet. Okay, habe ich gerade noch irgendwas gefangen? Nee. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aufhören, ich muss was essen, da muss ich mich vorbereiten, denn ich habe heute ein Date mit einem anderen Content Creator und wir machen ein Video zusammen. Das wahrscheinlich nächsten Donnerstag dann kommt. Mehr verrate ich nicht. Es wird ein Format, was ich mehrmals machen will. Mit anderen Leuten. Vielleicht. Das seht ihr dann nächsten Donnerstag. Heute ist erstmal das Shiny Violet Video rausgekommen, das ihr hoffentlich alle schon gesehen habt. Aber viele da draußen wahrscheinlich noch nicht. Deswegen teilt es mit Leuten, erzählt von Leuten, erzählt Leuten, dass ich das größte Shiny gefangen habe, das existiert. Es wird die Leute bestimmt freuen. Und ihr werdet zurückkriegen. Oh, danke, dass du mir davon erzählt hast. Nimm die Cam mit und stream das Date. Das ist doch der Sinn davon, was? Natürlich nehme ich alles auf. Aber ich stream's nicht live. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Kapitel. Wie lange brauchen wir noch, um diese Story durchzuspielen? Morgen sind wir bei Tag 5. Montag bis Freitag. Okay. Bussi. Bye bye. Auf Wiedersehen.